News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr die europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr die europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, und hier ist der Detlef vom Wake News Radio. Extra ein bisschen früher, damit wir alle mal ein bisschen schocken können, oder? Und ich gratuliere, dass ihr alle hier eingeschaltet habt, dass ihr es gefunden habt, meine Seite. Und natürlich hier auch den Player aktualisiert habt. Das muss man immer machen vor der Live-Sendung, weil ich ja dann umschalte von dem Archiv auf live. Und hier ein Applaus für euch alle. Ja, klasse. Das war doch super, oder? Ja. Denn jetzt haben wir dann immer noch eine halbe Minute, sind wir zu früh gestartet. Ne? Macht nichts. So ist das Leben. Man muss nicht immer das Gleiche machen, oder? Ja, also wie gesagt, klasse, dass ihr alle da seid. Heute wird's wieder eine riesig spannende Sendung. Das ist doch klar, oder wie immer. Nämlich, heute haben wir das Thema Extinction Level Event des Systems ist eingeläutet. Ja. Okay, hier schreiben auch schon welche, ja Mensch, hier, hallo Detlef, danke für den Applaus und so weiter, ne?
Okay, so, jetzt haben wir hier natürlich die Möglichkeit, dass ihr alle hier mir auf dem Chatraum was posten könnt. Ne? Ich schau doch mal zwischendurch rein. Aber ihr könnt auch natürlich gerne mir eine E-Mail schicken unter radio@wakenews.net. Ne? Aber bevor wir überhaupt jetzt hier einsteigen, herzlichen Dank an die Musiker, die uns hier immer ihre Musik zur Verfügung stellen. Wir werden auch heute wieder einiges Neues hören. Und ganz besonders hier jetzt läutete die Sendung Radiant Roland ein. Ja, jemand, der uns hier seine Musik reinschickte und mir auch gleich aufgetragen hat, etwas für ihn zu posten, was er mir zugeschickt hatte, schon bei der letzten Sendung. Ne? Bin ich nicht dazu gekommen. Okay, das wollen wir gerne machen. Hier steht es. Ja, ich weiß nicht, ob er mir das gestattet, dass ich es auch vorlese. vielen Dank, dass du in deiner letzten Sendung vom 13.10. mein Manifest, da habe ich nämlich schon was von ihm vorgelesen, hier und jetzt, so toll vorgelesen hast. Ne? Und mein Lied We Can Be As One gespielt hast. Ja, das war, glaube ich, vorletzte Sendung, ne? Oder? Okay. Ich habe da noch etwas, das sagt er hier, was du in deiner nächsten Sendung vorlesen könntest. Das haben wir eben nicht geschafft das letzte Mal. Und zwar sind das 13 Punkte, die eine gewisse innere Grundhaltung beschreiben, mit der man leichter, vor allem gelassener durchs Leben kommen kann, auch wenn sich einige Punkte zunächst ein bisschen merkwürdig anhören. Sie entstanden nach langem, sorgsamem Studium im Internet. Die Zusammenstellung und Reihenfolge war äußerst bedacht. Wenn man sich auf sie einlässt, können sie einen zu einem ausgeglichenen, friedvollen und liebenden Menschen verzaubern. Ja? Ja, schauen wir uns doch mal an, ob und wie das sich anhört. Mit der Überschrift innere Haltung. Erstens, lerne Schweigen und beobachte dich selbst. Zweitens, höre in die Welt. Drittens, es geht um die fühlende Intelligenz des Herzens. Viertens, sei angstlos, drucklos und liebend. Fünftens, lebe in der absoluten Gegenwart und versende deine Liebe. Sechstens, übe dich in bedingungsloser Selbstliebe und bedingungsloser Liebe aller Welten. Siebtens, liebe das Licht und das Dunkel der Welt. Achtens, sei einverstanden mit dem, was war, was ist und was sein wird. Neuntens, nichts geschieht zufällig. Zehntens, denke und fühle positiv. Elftens, folge deinen eigenen Gesetzen und höre auf deinen Instinkt. Zwölftens, der Wille ist mächtig, wenn er bewusst ist und von einem liebenden Herzen kommt. Dreizehntes, du bist nicht allein. Ja, das hat er mir hier zugeschickt, der Radiant Roland. Das hat er doch gut geschrieben. Gut, ich habe ihm dazu angemerkt, dass ich also natürlich sagen würde, jetzt beispielsweise, ich mache hier irgendwie meine Kommentare dazu, gell? Dass ich gesagt habe, also mit dem Punkt, ne, dass man alles einfach so ja akzeptieren sollte. Punkt 8, sei einverstanden mit dem, was war, was ist, was sein wird, dass ich dazu bemerkt hatte, aber ich versuche trotzdem darauf einzuwirken. Ne? Wir haben ja auch Schöpfungskraft, wir sind ja auch da mit beteiligt in der ganzen Geschichte, das wissen wir. Und das hat er durchaus auch so von mir akzeptiert, ja. Aber er wollte dazu noch Folgendes kommentieren. Ja, der Mensch hat einen eigenen Willen und eigene Schöpfungskraft, aber woher kommt sie denn? Natürlich vom Schöpfer selbst. Alles, was ich an Musik komponiere und an Texten schrieb, ist doch nicht von mir, sondern vom Schöpfer gelenkt und geschenkt. Ich bin nur das Medium, der Kanal, der diese Informationen empfängt. Mein Beitrag ist doch nur das Handeln, das Schreiben, Spielen und Singen, womit ich dem Schöpfer eine Freude bereite. Klammern, Talente sind göttliche Geschenke. Natürlich entscheide ich, wie es realisiert wird, doch wie ich mich auch entscheide, ist im göttlichen Masterplan schon inbegriffen.
So ist alles, was passiert, sozusagen vorbestimmt. Ja. Also da kann ich natürlich mit ihm eins gehen. Insofern, ja, kann man das so unterstreichen. Also vielen Dank dafür, Radiant Roland. Da hat er sich doch einen Applaus verdient. Jawohl, jawohl, jawohl. Prima gemacht. Also jeder, der hier auch seine Beiträge mal reinsenden möchte, kann das gerne tun. Unter radio@wakeness.net. Und wie ihr seht, lese ich das auch teilweise richtig intensiv vor. Ja? Oder auch Musik. Ne? Von den Künstlern, die zuhören, könnt ihr mir gerne mal eure Musik reinschicken. Unter radio@wakeness.net. Am besten ein MP3. Ne? Dann kann ich mir das schneller und leichter anhören. Okay. Ja, super. Ich würde mal sagen, bevor wir jetzt auch mit dem Thema richtig starten, ja, und ja, wie gesagt, also für alle, die das erste Mal zuhören, ihr könnt einen von den Playern ausschalten. Ja, die bringen jetzt im Moment parallel das Gleiche. Man hört es uns doppelt. Ja, doppelt hält besser, ja, aber trotzdem. Muss ja nicht unbedingt sein. Und außerdem werde ich natürlich die Sendung hinterher nochmal wiederholen, sodass man sich die anhören kann. Und ich werde das dann nachher als Aufzeichnung in Form eines Videos auch bei mir auf der Webseite von mywakenews.wordpress.com, wo ich den dazugehörigen Artikel zum heutigen Thema gepostet habe. Das ist das Neudeutsch. Gell? Okay, bevor wir das aber machen, noch einen kleinen Zwischenbeitrag, den ich veröffentlicht hatte, weil ich musste irgendwas dazu schreiben. Ne? Denn wir hatten ja gehört, das werdet ihr verfolgt haben, ne, die BRD, ne, ist voll eingeplant jetzt in einem Riesenmanöver in Israel, wo jetzt mal simuliert wird, wie sie den Iran angreifen können. Ne? Also Syrien, treten sie auch drauf. Ne? Okay, und das dann mit der NATO, USA, israelische, was weiß ich, Militärs, alle zusammen. Und da, ja, juckt es mir halt in den Fingern. Und dann habe ich etwas geschrieben und veröffentlicht, eben auch bei mywakeness.wordpress.com, was ich euch schnell vorlesen möchte. Mit dem Titel, Hurra, wir ziehen in den Krieg. Ja, dann steht es dort, Hurra, 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 in Klammern, Satire. Liebe Soldatinnen, liebe Soldaten, liebe Einwohner der BRD. Endlich sind wir wieder mittendrin oder ganz in der ersten Reihe. Die liebe NATO, mein Freund Netanyahu und meine lieben Kollegen von der faschistischen EU und der Obama-Diktatur in der US-Corporation, alle haben sie uns eingeladen, damit wir gleich ganz vorne beim Abschlachten dabei sein dürfen. Ihr wisst doch, der böse Assad von Syrien und der schlimme Ahmadinejad aus dem Iran, den müssen wir es jetzt mal richtig zeigen. Die Iraner haben es doch glatt gewagt, unserem Busenfreund Israel das Atomwaffenmonopol streitig zu machen. Und wir haben doch Israel extra die vielen teuren modernsten U-Boote geschenkt, damit sie diese Atomwaffen überall abschießen können, auch auf den Weltmeeren. Ihr wisst doch, ich kann dem Rothschild-Clan nichts abschlagen. Ihr habt die U-Boote ja doch auch mit euren Steuergeldern bezahlt. Und ich habe dafür einen neuen Posten, vielleicht als Vorstand der Rothschild-Stiftung für die neue Weltordnung sicher. Mal sehen. Aber das ist, ich sag nicht klasse, ihr Jungs und Mädels von der Bundeswehr. Jetzt könnt ihr endlich mal richtig was erleben, wie es knallt und ballert. Wir haben auch schon ganz viele Särge in Auftrag gegeben, so wie die von der FEMA in der USA, wisst ihr, auch wegen dem Mengenrabatt. Ist jetzt alles schon unterwegs. Da passen auch gleich mehrere rein. Naja, wegen dem Transport und so. Ne? Ein bisschen Abenteuer hat doch noch niemandem geschadet, oder? Ihr könnt mir vertrauen. Es wird alles halb so schlimm. Wir sind doch schon mehrfach mit Deutschland im Weltkrieg gewesen. Ist doch nichts Neues. Das haut schon rein. Jedenfalls, ein Tipp von mir habe ich vom Joey Ackermann. Vielleicht solltet ihr noch eine Lebensversicherung abschließen. Er kriegt da Prozente. Und außerdem brauchen wir jede Menge von dem Zaster für den ESM. Ihr wisst schon. Wo wir dann die lieben Banks davon bezahlen müssen. So für die Waffen, Munition. Wie wir auch noch so einen Sprengstoff-Friedensnobelpreis haben. Ja? Nicht nur die EU und der Obama. Wie stehe ich denn sonst da? Ich habe auch schon einen Filmvertrag angeboten bekommen. Zusammen mit dem Joey und dem Pete. Steini. Ne, Peer, ne, kennt ihr. Heißt, glaube ich, der Untergang. Ne? Naja, also,
Ihr habt ja keine Garantie auf ein schönes Leben, Demokratie und so ein Zeugs. Habe ich schon mal in meiner Wahlrede gesagt. Ihr wisst ja mit dem Bundeswahlgesetz, wo Sie jetzt auch drauf gekommen sind, dass ich nicht konstitutionell am Regieren bin. Naja, ist ja auch nichts Neues. Der Obama ist ja auch ein Illegaler. Also bis bald. Keine Sorge, ich halte dann die Rede bei den Begräbnissen, wenn ich Zeit habe. Eure Angie! Ja, das war also eine kleine Satire von mir, die ich veröffentlicht habe zu dem Beitrag dieses geplanten Manövers mitten im Krisengebiet für die Bundeswehr. Hä? Oder? Also könnt ihr euch da nochmal durchlesen. Ich habe ein paar Bildchen dazugelegt bei myweakness.wordpress.com. Und wenn ihr das zitiert oder weiter veröffentlicht, bitte immer dazu vermerken, dass es sich hier um Satire handelt. Ja? Keine Missverständnis. Okay, ja, also wenden wir uns dem heutigen Thema zu. Ja, und ihr könnt mir, wie gesagt, gerne während der ganzen Sendung hier Nachrichten zusenden unter radio@wakenews.net. Kein Thema, nehme ich das hier gerne mit auf. Ja. Ich habe jetzt nur so viele Fenster hier im Moment geöffnet, dass ich mir erstmal so ein bisschen hin und her suchen muss. Ne? Weil ich auch alles finde, gell? Okay, ja. Also, wir haben eigentlich ein bisschen überlegt, was da so alles abläuft, ne? Zurzeit. Wir haben ja in der letzten Sendung sehr intensiv darüber nachgedacht und darüber gesprochen, was passiert eigentlich im Moment rund um die Welt, und das so viele Sachen, die einfach berichtet werden müssten, dass man schon gar nicht mehr nachkommt. Ja? Eigentlich müssen wir fast jeden Tag so eine Sendung machen. Ja? Wären wir immer noch nicht fertig. Was kann man in so einer Sendung anbringen? Ja, in 2 Stunden, wenn man es ein bisschen erläutert. Vielleicht 20 Sachen? Ne? Mir geht nicht. Also zu schnell ist dann auch nicht so gut. Dann kriegt man sich so richtig mit, kann man auch nicht dann die entsprechende Sache ein bisschen verfolgen. Ja, aber damit ihr wisst, worum es eigentlich da geht, was ich heute besprechen wollte, hatte ich das ja vorab hier immer veröffentlicht, wo ich dann auch die Aufzeichnung platziere, nämlich bei myweakness.wordpress.com. Extinction Level Event des Systems ist eingeläutet. Und da heißt es, panisch werden die Berichte und Informationen über die weltweiten Proteste, den Widerstand gegen Tyrannei und das Schuldgeldsystem ohne Wert, geschaffen aus dem Nichts, von einer kleinen Elite privater Bankster, von den kontrollierten Matrix-Medien unterdrückt, allenfalls verharmlost. Aus Hunderttausenden Demonstranten zum Beispiel werden ein paar Tausend. Ne? Oder es gibt eine Nachrichtensperre, so wie das derzeit der Fall ist bei der Protestwelle in Spanien. Ja, und Griechenland hören wir auch nicht mehr viel. Ne? Da haben wir dann nur so ein bisschen was Zieltes, ne? Wenn die Merkel mal da war und so. Aber was da sonst so läuft, ne? Weiß man nicht. Und deshalb erfährt man auch nur so irgendwie über schwierige Quellen, nicht mal mehr auf Deutsch, dass zum Beispiel hier die Goldman Sachs Rothschild genmanipulierende Firma Monsanto, an der übrigens Obama auch mit 1 Million US-Dollar beteiligt sein soll, ne? Dass die aus Argentinien verbannt wird. Ne? Verbannt heißt ausschmeißen. Ne? So, der Widerstand gegen die immer offensichtlicher werdende Tyrannei gegen Menschenrechte, gegen Grundrechte, gegen Verfassungen, durch Regierungen und deren Hinterleute wird allerorts spürbar und sichtbar. Stehen wir also vor einem ILE, oder ELE, einem sogenannten Extinction Level Event, dem plötzlichen Aussterben eines nicht mehr überlebensfähigen oder einer nicht mehr überlebensfähigen Unterdrückungsherrschaft einiger weniger privater Familien über die Ressourcen der Welt, den Rohstoffen, dem künstlich geschaffenen Schuldgeldsystem, heiße Luft allenfalls, der Korruption, der Kontrolle über Konzerne, des Gewaltmonopols gegenüber der exorbitant höheren Masse der Menschen mit Übermacht gegenüber diesen Tyrannen? Ja, über das und vieles mehr will ich heute mit euch sprechen und diskutieren. Und viele Links
zu diesem Thema habe ich bereits dort angebracht. Ne? Da steht dann immer unten am Text, unter Links. Ne? Ja, und da kommen natürlich dann ganz interessante Sachen zum Vorschein. Und wie gesagt, zum Thema habt ihr die Möglichkeit, mir hier gerne auch E-Mails zuzuschicken unter radio@wakenews.net. Dass man natürlich, wie soll ich sagen, Sachen jetzt langsam erfährt, die bislang immer nur als Verschwörungstheorie zur Seite geschoben wurden. Ja, und das ist zum Beispiel etwas Interessantes. Nämlich wir haben zugesandt bekommen, auch über den sauberer-himmel.de, das ist die Organisation, die sich beschäftigt, übrigens nicht nur im deutschsprachigen Raum, mit der Aufdeckung der Chemtrails. Ja. Dass also die Chemtrails jetzt überall mehr und mehr aufgedeckt werden, sogar von offiziellen Stellen. Ja, und da gibt es also ein Video, was dort aus Griechenland zugestellt wurde, übersetzt übrigens dann ins Englische oder auf Englisch. Ne? Denn Griechisch, ne? Kann auch nicht jeder. Und dort wird eben berichtet von einer Stadt in Griechenland, dessen Bürgermeister seit einiger Zeit bereits sich mit diesem Thema beschäftigt. Da war noch gar nicht Bürgermeister, wurde er dann erst, weil er sich eben auch engagiert für sein Dorf oder seine Stadt. Indem er nämlich offizielle Anfragen stellte zu dem Thema Chemtrails in Griechenland. Ja, das passiert nicht nur hier bei uns. Ne? Heute wieder ordentlich alles durchkreuzt. Ne? Bei uns hier Basel. die Dinger, also das, ja, okay. Ihr wisst, was ich dazu sage. Ich bin immer erstaunt, dass die Leute es gar nicht checken, was da oben abgeht. Aber hier, in Griechenland ist ja so, das kennen wir doch. Ne? Weiße, schöne, weiß getünchte Häuschen. Ne, ein paar Olivenbäumchen, ansonsten heiß, tolles, schönes, blaues Meer, in der Regel sogar Sandstrand, nicht nur, ne, aber dann weiße Segel glitzern auf dem blauen Meer und wenn man in die Luft schaut, ein herrlicher, blauer Himmel. Ha! Da ist schon der erste Fehler im Bild, denn auch dort wird alles zugespräht. Ne, und die Leute dort hatten das früher. Die hatten richtig schöne blaue Himmel. Das ist seit einiger Zeit vorbei. Ne? Es wird verstärkt. Man hat so das Gefühl, es wird immer schlimmer. Ne? Oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und das ist den Leuten dort auch aufgefallen. Und dieser Bürgermeister kriegte also von hunderten Leutchen dort aus seiner Gemeinde sozusagen ständig hier Hinweise, Fotos, wurde angerufen, hier, pass auf, die sprühen da schon wieder und so. Und jetzt ist er ein richtiger Aktivist geworden und hat sich auch mit Gruppierungen dort eingelassen und kämpft also mit den Leuten zusammen für die Aufklärung, was dort abgeht. Und offensichtlich passieren dort Dinge, die man vor uns, vor der Bevölkerung, auch in Griechenland geheim halten will. Ja. Also sicher sehenswert, habe ich bei mir gepostet, unter Chemtrails werden überall aufgedeckt. Zusätzlich kommt natürlich hier noch die Information, auch hier beispielsweise gepostet, bei Sauberer Himmel von der Bürgerinitiative, das wisst ihr, da sollte man sich ruhig auch mit beteiligen, Wie gesagt, alles, was hilft, Dinge aufzudecken, das sollte man eigentlich unterstützen. So. Bei der Gelegenheit, übrigens wollte ich gleich nochmal erwähnen, ich bin da ja auch eingetragen, bei diesem Sauberer Himmel, da müssen wir auch jetzt irgendwie mal endlich hier ein Meeting machen, hier in, am besten so in Basel oder so. Und wer da Lust hat, dazu kann mir hier was zusenden unter radio@wakenews.net, Vorschläge machen, wie wir das hier am besten organisieren. Denn man kann dort auch seine Gruppen-Meetings eintragen, veranstaltungsmäßig. Da kann man auf der Webseite sauberer-himmel.de das finden, rechts auf den verschiedenen Punkten unten. Da gibt es Veranstaltungen, dann können wir das da auch eintragen, dann machen wir das auch irgendwie. Ne? Da so groß muss man das nicht vorbereiten, man muss einfach irgendwo eine Räumlichkeit finden. Ne? Kann auch privat sein, wer irgend sowas hat, ein Räumchen, wo man sich hinsetzen kann, ist auch in Ordnung, kein Thema. Meine Örtlichkeiten sind leider zu klein.
Das ist halt so. Okay, also wie gesagt, das wollte ich nur anbieten. Ja, und da ist es eben, da steht Chemtrails. Eine schwedische Politikerin spricht es aus. Ja, ich zitiere jetzt auch nicht alles, sondern nur das, was hier im Blog steht von Sauberer Himmel. Und zwar die schwedische Politikerin Pernilla Hagberg, Mitglied der Grünen Partei, Miljöpartiet de Gröna, hat in diesen Tagen für großes Aufsehen gesorgt. Sie fordert nämlich gegenüber der Presse, Chemtrail-Flugzeuge zu kontrollieren. Ihrer Ansicht nach handelt es sich bei den Chemtrails um das Versprühen von einer Mischung aus chemischen Substanzen, Schwermetallen und auch Viren. Auf diesem Weg wolle man die Sonnenstrahlung beeinflussen, mit der Absicht, das Wetter zu kontrollieren. Damit wäre wohl eine wachsende Kontrolle der Weltmärkte beabsichtigt. Ihr Verdacht richtet sich gegen CIA und NSA. Ja? Doch sieht sie auch die Verantwortlichkeit der schwedischen Regierung. Die Politikerin äußerte sich im schwedischen Katrinholms Kurier als Privatperson und nicht im Namen ihrer Partei. Ja? Okay, und das ist hier zu finden unter sauberer-himmel.de. Den Link habe ich dann auch bei mir im Blog reingestellt. Ja. Also ganz wichtig, dass wir hier mithelfen. Ja, unseren vielen, vielen Leutchen, die sich damit beschäftigen, dieser Frage nachzugehen. Denn wir wissen, die Patente sind da. Es gibt auch die politischen und militärischen Absichten, eben über das Wetter auch ganze Kriege führen zu wollen und zu können. Seitens des US-Militärs, alle diese Dokumente sind da, gibt's nichts zu diskutieren. Ja? Und dass Chemtrails da sind, ja, fällt jetzt eben sogar solchen Leuten schon auf. Ja? Und das ist gut, solche Leute müssen wir unterstützen und müssen mitmachen, weil das hilft dazu, diesen Extinction Level Event, das ELE des Systems, der DIMS, schneller zu Ende zu bringen. Und für alle die, die nicht wissen, was DIMS ist, das ist meine Abkürzung für die dominante, irrsinnige Minorität. Von anderen auch genannt Weltelite, Illuminati oder sonstiges. Ja. Und für diejenigen, die das erste Mal zuhören sollten, das noch nie gehört haben, ich habe eben die Ansicht, und die teile ich mit vielen anderen, dass es eine kleine elitäre Gruppe gibt, die ganze Welt regiert, und zwar hinter den Kulissen, ohne dass sie irgendwie bekannt sind. Nur wenige davon treten in der Öffentlichkeit auf, wenn überhaupt. Und dann weiß man auch, dass das meist auch nicht die wichtigsten sind. Ne? Deswegen, es wird ja auch schon gesagt, komm, das will ich gleich noch erwähnen hier, dass es nicht die Rothschilds und die Rockefellers und die Barburgs und wie sie alle heißen sind, sogar nicht mal nur die Queen Elizabeth, sondern allenfalls vielleicht der Vatikan. viele Wege führen nach Rom, oder alle Wege führen nach Rom, wie auch immer man das jetzt ausdrücken will. Und dort wird vermutet, dass eben die Macht ausgeht von dort, und das gesteuert über die Jesuiten, die also hier da ihre Doktrin durchziehen wollen, ja, Order out of Chaos. Das heißt, eine Ordnung zu schaffen, eine neue Weltordnung, indem man erstmal alles andere kaputt macht. Ja? Und dass das passiert, ja, das diskutieren wir wohl kaum, ne? Dass also die Dinge kaputt gehen, ne? Kaputt gemacht werden, quasi. Und zwar allerorts. Ja? Und das muss auch mit dem Himmel, also mit dem, was aus der Luft auf uns zukommt, zu tun haben. Deswegen nochmal zu den Chemtrails. Was immer dort noch für Absichten dahinter stecken, ja, die wir natürlich erst dann wirklich herausfinden, wenn wir alles zugänglich haben. Aber Vermutungen sind ja genügend da. Das heißt, die vorgeschobenen Argumente, man wolle die Erhitzung der Erde, ja, verhindern durch die Sonneneinstrahlung, klingt gut, könnte sein, will man sogenannte Aerosole ausbringen, ja, in der Atmosphäre, ja, die dann also die Sonnenstrahlen zurück, ja, reflektieren sollen. Ne? Und deswegen bringt man also massenhaft Aerosole aus. Und Aerosole ist nichts anderes als kleine Teilchen,
In diesem Fall sind das Nanopartikel von Schwermetallen, die leider auch in der Form halt giftig sind. Ne? Ach, je. Barium zum Beispiel, Aluminium und so weiter. Okay, und die können, da sie Nanopartikelchen sind, überall rein. Ne? Ach, ne? Okay. Und dann noch alle möglichen andere Dreck soll da drin sein. Okay, ich will jetzt hier keine Chemtrail-Sendung machen. Das machen wir vielleicht sicher auch nochmal. Aber auf jeden Fall muss einem bewusst sein, dass dort irgendetwas abläuft, was so geheim sein muss, dass also sämtliche Verantwortlichen in den verschiedensten Ämtern, Behörden, Regierungen davor zurückschrecken, auch nur ein einziges Wort darüber zu verlieren. Es sei denn, einige wenige Mutige, wie zum Beispiel diesen Bürgermeister aus Griechenland oder beispielsweise hier eine grünen Politikerin aus Schweden, aber nur privat. Ne? Wir haben auch schon hier und da mal was über Chemtrails gehört, sogar aus der in der BRD, ne? Und auch schon mal irgendwo in irgendeinem Städtchen sogar von einer kleinen Parteiuntergruppierung der Grünen sowas veröffentlicht. Ne? Okay, wie auch immer. Jedenfalls, das müssen wir unterstützen, dass das aufgeklärt wird. Denn dass das keine Verschwörung sein, also Theorie, Verschwörung schon, aber dass das keine Theorie mehr ist, sieht man ja, weil es praktisch da oben abläuft. Okay, oder kann mir einer erklären, das habe ich vorhin gerade wieder gesehen, ein Flugzeug in nicht so großer Höhe, der da seine Strahlen rausließ, hinten seinen Auspuff anmachte, ja, aber das dann nicht durchgängig war, denn ich meine, sondern immer nur so fleckchenweise, so stückchenweise, ne, so hier mal ein Pfft und dann mal ein Pfft, ja, wisst ihr, was ich meine? Das kann irgendwie auch nicht stimmen, ne, und ich meine, da muss man schon blöd sein, ne? Wenn man das nicht sieht, oder? Okay. Will mich nicht unbeliebt machen hier bei all den Leuten, die Chemtrails noch nie gesehen haben. Oder vielleicht doch. Ne? Also, vielleicht, wenn das sie aufrüttelt, dann stelle ich mich gern zur Verfügung dafür. Ne? Ja, ich denke, das ist wichtig, dass wir das dieses Thema auch nutzen, weil das ist etwas, das man wirklich jeden Tag sehen kann, wenn das geschieht. Also, ja. Tja, so machen. Ne? Ja, mein lieber Freund. Ja, was haben wir noch? Das sind also alle die Dinge, die ich dann also natürlich auf meiner Seite habe. Bei myweakness.com, die ganzen Links. Ja, und das, was ich eben vorhin erzählt hatte, Monsanto aus Argentinien verbannt, habe ich nirgendwo sonst gefunden bis jetzt, als nur, also auf Deutsch, als bei mir. Und ich habe noch nicht mal irgendeine Quelle auf Deutsch, ich habe nur eine aus Spanisch. Ne? Weil in Argentinien sprechen sie auch Spanisch. Von argentinischem Fernsehen. Und da habe ich den Link-Video dort eingebracht. Ne? Könnt ihr euch gerne anschauen. Ja, und dann nochmal ein bisschen Information, weil es ist ja auch so ein bisschen hier Sinn und Zweck der Sache, auch mal so ein paar Nachrichten hier nicht nur wieder zu geben, sondern auch zu kommentieren. Das mache ich am liebsten. Ne? Merkt ihr? Und zwar habt ihr sicher von dem Gary McKinnon gehört. Dieser Gary McKinnon, der stammt aus Großbritannien und hatte im jugendlichen Leichtsinn, ne, hatte er halt, ja, war so ein bisschen gehackt. Gehackt im NASA-Computer, Pentagon-Computer. Ne, um mal zu sehen, was haben die eigentlich alles da gespeichert zu UFOs, Außerirdischen, was weiß ich, irgendwie sowas. Ne. Hat das eigentlich ziemlich einfach anscheinend bewerkstelligt, ging dann in diese Computer rein, das ist aber schon eine Weile her, ne? Fast schon 10 Jahre, ne? Ich weiß nicht, wie viel lang, aber es ist schon eine Weile her, und hat dann alles Mögliche dort gefunden. Also Abbildungen von solchen unidentifizierten Flugobjekten, ja, in deren Computer. Und dann hat er dann eben auch interessanterweise eine Liste von Offizieren gefunden, die dort offenbar diese Flugzeuge, diese Flugobjekte bedienten, ja, oder irgendwie damit zu tun hatten. Und ja, und da standen eben dann Bezeichnungen dabei, die darauf hinwiesen, dass die gar nicht irdisch seien, diese Piloten oder Offiziere, sondern eben nicht irdischer Herkunft. Ja, das fand er also hochinteressant, ging dann ja auch rum,
damals, ne? Weiß jetzt gar nicht, die alten Artikel habe ich jetzt nicht dazu gepostet, aber wenn das interessiert, der kann da so riesig viele Informationen finden darüber inzwischen. Und da war natürlich die USA, aber erst nach der Veröffentlichung, als er darüber gesprochen hat, ne? Vorher ist ihm das auch nicht aufgefallen. Ne? Und da waren die USA natürlich erbost und haben gesagt, den brauchen wir, den müsst ihr ausliefern, der kommt hier, der kommt und das Fallbeil. Ja, wer macht das? Einfach hier bei mir, hier bei uns in den Pentagon, in die Computer reingucken. Obwohl, man, das muss nicht so besonders schwer gewesen sein. Ne? Vielleicht müssten die ein bisschen mehr für die Sicherheit tun. Ne? Internet? Ja, was ist das denn? Ne? Okay, also ja. Und der hat jetzt dann immer Angst gehabt, und dass sie ihn da wirklich ausliefern, weil gut, in Großbritannien kriegt er auch irgendwelche Strafen, aber natürlich nicht so. Todesstrafe gibt es ja nicht. Ne? Nicht mehr. Oder noch nicht wieder, oder? Ja, jedenfalls. In den USA kommt doch unter das Fallbeil. Ne? Kein Thema. Ne? Und das wollten sie auch. Da waren sie schon jetzt gierig drauf. Ne? Haben das versucht. Und der sollte jetzt ausgeliefert werden. Da gab es nochmal eine Verhandlung und dies und jenes. Und hat jetzt die Außenministerin von Großbritannien eine heldenmütige Entscheidung getroffen, weil ihr nachweislich belegt wurde, dass der Gary McKinnon Selbstmord gefährdet sei. Das sei nicht mit den Menschenrechten vereinbar, ihn dann auszuliefern. Fand ich gut. Also die Argumentation ist in Ordnung. Und der war jetzt also ganz froh und glücklich. Der muss da jetzt nicht mehr hin. Gleichzeitig haben sie auch die Großbritannien gleich angekündigt, ja Mensch, hier also ausliefern hier von UK-Bürgern an irgendwelche ausländischen Staaten gibt's bald immer. Das wollen sie alles ändern. Bis jetzt kann das jeder, ne? Anfordern. Okay, also UK. Naja, also wer da Interesse hat, das weiter zu verfolgen, hier, da habe ich die Links auch mit reingepostet. Ne? Okay, und dann ja, ich springe jetzt ein bisschen. Hat ein kleines wenig vielleicht damit zu tun, aber ihr müsst da immer drauf gewappnet sein, dass ich hier die Themen von links nach rechts bügle und dann wieder ganz neue Sachen anfangen, und deswegen erkläre ich das immer, bevor ich das tue, weil die Leute nicht verloren sind in dem Moment. Nämlich mit der Überschrift großes geflügeltes Objekt vor der Sonne aufgenommen. So, da habe ich da einen Videolink reingepostet und natürlich auch noch ein anderes Ding, ja. Ein Link zu einem Artikel. Ja, und wir wissen ja, dass die Sonne täglich, minütlich, sekündlich beobachtet wird von NASA, die verschiedene Teleskope dafür zur Verfügung hat, die auch direkt sich dort oben mit befinden. Hier wurde in meiner Aufnahme gezeigt von dem NASA SOHO-Teleskop. Und da wurde also jetzt am 15. Oktober, gerade eben passiert, eben eine spektakuläre Aufnahme gemacht. Eben das Bild könnt ihr sehen. Ich werde es auch hier dann reinposten in das Video, ne, was ich noch mache. Ist schon eindrücklich. Wo man also dieses Objekt sehen kann, das wirklich also ausschaut wie so ein, ja, wie so ein Engel oder wie so ein großes Flugzeug, ne, wie auch immer man das jetzt interpretiert. Also die haben jetzt hier geschrieben, das sieht aus, dass es zwei Möglichkeiten gäbe, diese Sichtung zu erklären. Ja, erstens könnte ein UFO mit der Erscheinung eines Engelskopfes sein, was also in die Sonne gerichtet dort hineinfährt oder rüber vorbeifliegt oder so. Ne? Dass möglicherweise seine Energie von dort bezieht oder beziehen möchte. Oder, das ist natürlich Spekulation, ne? Ich lese hier vor, was auf der Seite steht, hier bei ufosightingdaily.com. Den Link findet ihr, wie gesagt, bei myawakeness.wordpress.com. Zweitens, die zweite Annahme wäre, es ist wirklich ein Engel, ja, dessen Größe zweimal so groß sei wie die Erde selbst. Ja, was man also auch ein Lichtgeschöpf nennen könnte, das in der Sonne oder lebt oder ein Teil der Sonne sein könnte. Ja.
Und interessant ist, dass man also sieht, dass es einen Schwanz hinten dran, also so einen Schweif hinten dran hat. Was man so interpretieren könnte, als dass es sich dann in die Richtung Sonne bewegt. Ja? Dass es sich also bewegte. Ja? Das meint er damit. Okay, das ist hochinteressant. Finde ich klasse. Schaut es euch an. Das ist ein eindrückliches Bildchen. Ja? Keine Frage. Ja, also sowas, ne, finde ich also auch immer mal bemerkenswert, dass wir über sowas diskutieren. Ne, oder? Ja. Tja, und ich meine, das sind ja Dinge, das sind ja echte Aufnahmen, das ist ja nicht von mir, ne, oder von irgendjemandem, sondern das ist von NASA selbst. Ne. Das haben sie nicht mal retuschiert. Die könnt ihr auch nicht jede Sekunde dann ausretuschieren. Also ich denke, da arbeiten eh schon, die Leute schwitzen da eh schon die ganze Zeit, was die da alles rausnehmen müssen. Ne. Ständig, was da so vorbei fliegt und passiert. Okay, naja. Okay, also das war, fand ich ja so ganz bemerkenswert, deswegen wollte ich das hier mit erwähnen. Das hat natürlich auch so ein bisschen mit dem Thema möglicherweise zu tun, was wir hier diskutieren. Jo, und also der nächste Punkt, der auch wieder damit ein bisschen zusammenhängt, interessant ist, habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen, was in den USA geschehen ist, nämlich es wurde jetzt gerade eben ein lauter Feuerball über Nordkalifornien gesichtet. Ja. Zwischen Mendocino, das ist ja eher ein bisschen mehr im Süden Kalifornien, bis hin nach Monterey. Ja. Das liegt so gerade über Strecke dann zwischen Los Angeles bis nach San Francisco. Hat man das dort schon gesehen, haben viele Hunderte gesehen und gemeldet und fotografiert und gefilmt und was weiß ich. So, und gleichzeitig, und da habe ich natürlich den Link dazu, auch da das Video und so, könnt ihr alles anschauen, aber gleichzeitig am selben Tag ist also sind an verschiedenen Stellen Explosionen in Louisiana. Louisiana ist dann mehr wieder Richtung Südstaaten, also auf der Golfseite, geschehen. Und zwar ist dort auch unter anderem ein riesiger Munitionsbunker auf mysteriöse Art und Weise in die Luft geflogen. Ja. Hat einen ganzen Zug entgleisen lassen, der daneben her flog oder daneben her die Gleise nutzte. Und keiner weiß Bescheid. Ne? Mit einmal sagt das Militär, ja, ach nö, das haben wir selber gemacht, ne? Haben wir selber in die Luft gesprengt. Naja, klar, macht das Militär eben auch. Ne? Schnell seine eigenen Munitionsbunker sprengen und daneben gleich einen Riesenzug entgleisen lassen. Ne? Kostet nur ein paar Millionen, ne? Was soll's. Macht mal eben so. Ne? Macht die Bundeswehr demnächst auch. Ne? Sprengt ihre Munitionsdepots hier, ne? Auf BRD-Gebiet. Lässt Züge entgleisen dabei, ist doch normal. Okay. Und da habe ich dann auch schon geschrieben, ich habe da einen kleinen, also sowas kommentiere ich manchmal auch. Ne? Habe ich dann also bei diesem ein Video, wo sie da diesen Feuerball zeigten, der dann auch noch in so verschiedene, also der ging mit Überschall, donnerte und knallte und was weiß ich, der zerbröselte da zum Schluss irgendwie so verschiedene Teilchen. Da habe ich auch gesagt, also wenn die USA die größte und wichtigste Militärmacht sind, weltweit, ne? Ich glaube, das bestreitet keiner wirklich, ne? Dann müsste man immer überlegen, wenn die nicht mal mitkriegen, dass es, und mit einmal hinterher, ne? Als die Sache schon erledigt war, am nächsten Tag, ne? So halber Tag erstmal wieder vorbei, da haben sich dann Wissenschaftler gesagt, ja, ach, das wäre ein Meteor gewesen, das wäre, ach, das passierte alle Male, ne? Ich stell dir mal vor, statt einem Meteor kämen da so ein paar Raketen rein. Ne? Stellen sie dann auch nicht fest, oder? Einen halben Tag später sagen sie, ach ja, übrigens, das war wahrscheinlich auch nur ein Meteor. Haben wir gar nicht mitgekriegt, dass das Ding runterkam. Ja, haben die eigentlich so eine Flugabwehr oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls, also in Louisiana zumindest sagten Leute, die das also mitgekriegt hatten, wie das da ablief, dann, sie hätten Luftangriffs Sirenen gehört in der Nacht.
ja, wo das passierte, mit dieser Explosion. Ja. Explosionen an verschiedenen Orten. Also nicht nur an diesem Munitionsbunker. Ja. Gibt es eben auch Aufnahmen davon, wie es da aussieht. Ja. Also, das ist schon unglaublich, ne, was da alles passiert. Also, ja, also ich würde daraus schließen, ich bin jetzt mal so gemein. Ne? Liebe US-Regierung, ich bin jetzt, liebes Pentagon, ich bin jetzt ganz gemein. Ne? Ihr habt eure Sachen nicht im Griff. Ne? Schon am 11. September 2001 habt ihr es nicht im Griff gehabt. Ne? Euch kann man ja locker einfach angreifen, jederzeit, Tag und Nacht. Offenbar kriegt ihr das gar nicht mit. Okay, auch wenn das jetzt kein Angriff war, ja, wenn es nur ein Meteor war. Aber der muss doch auch irgendwie auf den Radarschirm erscheinen, denn Meteore sind ja anders als Kometen feste Körper. Das heißt, die bestehen aus Stein, vielleicht Metall, was auch immer. Das müsste man schon irgendwie mitkriegen. Ne? Wenn das so groß ist wie ein Auto etwa, ne? So ungefähr so groß muss das gewesen sein. Ja, eine Rakete ist auch nicht viel kleiner, ne? Also, ja, okay. Ich weiß ja, hier kommt, ihr hört mir ja doch zu, hier von NSA und so, hier schickt das mal an den Pentagon. Frage von Detlef. Warum habt ihr das nicht mitgekriegt? Ne? Habt ihr da eine gute Antwort darauf? Oder ihr habt das alles gewusst? Ne? Kein Thema, ihr habt doch gewusst, dass die Bunker explodieren, weil ihr es ja selbst wolltet, dass sie explodieren und den Zug aus den Gleisen springen lassen. Kein Thema. Ne? Hey Leutchen, vielleicht hören auch welche von der Bundeswehr zu, mein lieber Freund. Ja, ja, also, okay, es gibt natürlich da Vermutungen auch von Leuten, die das natürlich kommentieren. Nichts weiß man genau, natürlich, aber sie sagen ja, vielleicht läuft da schon ein Krieg. Denn, was natürlich auch gleichzeitig festzustellen war, auch wiederum gleichzeitig, mehr oder weniger gleichzeitig, das war, dass es auch in Russland eine riesige Explosion gegeben hat. Nämlich, da wurden, ja, und ich habe mir das hier extra aufgemacht, erschienen hier oder berichtet von RT.com, das ist Russia TV, den Link findet ihr da auch, 4000 Tonnen Munition explodierten in Zentralrussland und hinterließen eine pilzähnliche Rauchwolke. Und da sind auch Fotos und Videos zu sehen. Ja? 4000 Tonnen Munition. Okay. Habt ihr eine Ahnung, was das bedeutet? Das sieht also aus fast so wie so ein Atompilz. Ne? Nicht ganz so, aber. Und da steht hier also mehr als 4000 Tonnen von Munition explodierte in der Nähe eines militärischen Testgebietes ungefähr 40 Kilometer von der Stadt Orenburg in Zentralrussland, ja, was eine sofortige Massenevakuierung von zwei in der Nähe liegenden Städten verursachte. Und ja, gut, das sind Details, aber das ist immer, wie ist hier 4000 Tonnen, das beinhaltete 1379 Tonnen von 100 Millimeter geschossen, 400 Tonnen von Luftbomben, also Bomben, die man aus der Luft abwirft, und 2300 Tonnen von 280 Millimeter, was weiß ich, irgendeine Munition, sagte das die Militärführung da, ne, die da das jetzt untersuchen, was da los ist. Ne. Jetzt gibt's natürlich die Möglichkeit, okay, dass sie sich hier gegenseitig schon, so ein bisschen bekriegen. Wir wissen ja, das hat's in allen möglichen Zeiten immer schon gegeben, irgendwie mit so, was weiß ich, ihren eigenen Geheimdiensttruppen, die sie dann überall hinschicken. Die wissen ja auch, wo das Zeug alles gelagert ist. Die haben ja alle Satelliten, die wissen, wo das ist, haben die Koordinaten genau, dass sie es entweder aus irgendwelchen Satelliten oben abschießen, diese Dinger, ja. Wir haben doch da auch immer die Nachricht, dass es da so ein geheimes, so ein geheimen Shuttle von Militär, dem Amerikaner gibt und die Russen haben bestimmt auch sowas und dass die das dann quasi aus der Luft von oben vielleicht in Brand setzen oder wie auch immer, mit Laser, ne? Das wäre die eine Variante. Oder dass sie eben falsche Flaggenattentate machen, aber es ist ja noch niemand beschuldigt worden, deswegen fällt das ein bisschen aus, weil
dann hätten sie sofort gesagt, das wäre Al CIA da gewesen. Ne? Da hätten sie irgendeinen 25-Jährigen irgendwo aus dem Hut gezaubert, der irgendeinen muslimischen Hintergrund hat. Ne? Da kommen wir gleich noch dazu. Oder aber die Spekulation, dass andere Kräfte hier möglicherweise eingreifen oder eingegriffen haben. Ne? Was für viele vielleicht ungewöhnlich klingt, ja, die sich mit solchen Themen ja sowieso nie beschäftigen. Was, UFOs gibt's keine. Dieses UFO da bei der Sonne, das ist doch bestimmt Photoshop. Ist doch logisch. NASA-Photoshop aus der eigenen, ja, Fabrikation. Ne? Damit wir glauben, es gäbe sowas. Ja, theoretisch auch denkbar, ne? Wobei, dann hätte ich es besser gemacht, ne? Photoshop kann man, glaube ich, das noch besser machen. Hätte man da noch mehr Details reinbringen können und so weiter. Na gut, wie auch immer, das kann man ja auch glauben, wie man will. Jeder darf seine Ansichten haben. Alles muss, was ich auch sage, in meinen Sendungen immer vollends noch einmal recherchiert werden. Ich versuche, die Links da mit reinzubauen, myweakness.wordpress.com, in meinem Artikel. Aber man ist natürlich auch aufgefordert und gebeten darum, sich selbst noch einmal damit zu beschäftigen, ja, um zu prüfen, ob das stimmt, was der Detlef hier einfach so sagt. Ja, also dann habe ich jetzt auch so schnell inhaltlich aus diesen Dingen übersetzt. So, hier steht was hier, schreibt einer, Mensch, lol, ja, deine Ironie und Satire ist einfach nur köstlich, aber dennoch notwendig, Detlef. Dankeschön. Könnte ja noch schlimmer werden, oder okay. Hier schreibt noch jemand. Hallo, Detlef. Ich war im September bei einem Meeting mit Werner Altnickel, dem Chemtrail-Spezialist. War übrigens auch schon mal wie in der Sendung. Ich glaube sogar zweimal. Hole ich auch sicher nochmal wieder, ne? Wenn er mal Zeit hat. Der ist an der Front. Der muss kämpfen. Der sagte, dass die Billigflieger bewusst eingeführt wurden, nach Aussagen vom Bodenpersonal aus dem Servicebereich, technischen Bereich. Fahrer, die die Flugzeuge betanken, sagten ihm, dass beim Befüllen des Tankfahrzeuges einige verschiedene Substanzen beigemischt werden. Und dann schreibt er noch, tolle Sendung. Ja, und die ist nur toll, wenn ihr sie toll macht. Ne? Mit mir zusammen, ne? Oder? Ja, klasse. Also danke dafür. Solche Informationen sind immer wichtig und gut, wenn ihr sie mir reinschickt. Ja, denn das ergänzt oder bestätigt viele Sachen oder bringt auch neue Aspekte hinein. Das ist ganz wichtig. Könnt ihr also machen unter radio@wakenews.net. Noch die Zeit. Gell? Noch sind wir auch näher. Ne? Jetzt geht's noch. Ja, also das fand ich also bemerkenswert, weswegen ich das also hier auch nochmal zur Diskussion stellen will, denn keiner weiß es natürlich bis jetzt genau. Vielleicht kriegen wir mal wieder neue Informationen. In dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal etwas, was in gewisser Weise damit zu tun hat. Es gibt eine neue Theorie über das Entstehen des Erdmondes, also unseres Mondes. Ne? Wenn uns die Chemtrails da mal den sehen lassen, ne? Auch nachts. Ne? Bei Vollmond sieht man die meistens etwas besser. Und da hat also, ja, vom Smithsonian Magazin, ja, von einem Blog, da haben die geschrieben, Surprising Science, ja, also Überraschung der Wissenschaft. How the Moon was made, a massive collision. Ja, übersetzt auf Neudeutsch heißt das, wie der Mond gemacht wurde. Eine massive Kollision. Ja, und ich will das auch nicht alles vorlesen, auf Englisch. Würde den Rahmen sprengen. Aber letztendlich sind sie jetzt darauf gekommen, ja, was wir auch schon häufiger so diskutiert haben. Aber uns hat fehlen natürlich immer so die wissenschaftlichen Beweise. Und die haben jetzt also diese Beweise durch Lichtspektrenanalyse erzeugt, ja, indem sie das Mondgestein, ja, was angeblich die Apollo-Astronauten mit runtergebracht haben. Gut, jetzt kann man, ja, yeah, ja klar, jetzt kommen wieder hier 20 Leute, die mir den Finger hochzeigen. Die waren doch gar nicht auf dem Mond.
Okay, ja, kann natürlich sein. Wissen wir nicht, genau. Ich halte auch vieles für merkwürdig, mit dieser Mondlandung und so, ne? Und dass man auch nie wieder da war, ne? Seit ewigen Zeiten und so. Das finde ich alles ein bisschen merkwürdig. Gibt viele Spekulationen drüber. Soll aber nicht Bestandteil der heutigen Sendung sein. Aber man ist natürlich aufgefordert, auch diese Sache immer mal wieder kritisch nachzugehen. Ne? Mal zu überlegen, kann das sein? Kann das nicht sein? Ne? Vieles wird uns vor allen Dingen nicht erzählt. Ne? Vor allen Dingen von den möglicherweise geheimen Missionen, die dorthin unternommen wurden. Also was das dann wieder anders darstellen ließe, ne? Weil dann wären sie ja dann doch da gewesen. Aber gut, deswegen nicht diskutieren. Jetzt haben sie ein Licht. Spektrenanalyse gemacht des Mondgesteins, was sie ja so hier gefunden haben. Und das lässt darauf schließen, ja, wir können das im Detail da alles nachlesen, dass dieses Gestein im Inneren so zusammengesetzt war, dass man nachweisen kann, dass es sich um verdampftes Gestein handeln muss, in dieser kristallinen Struktur, ja, mit enormer Hitze in Berührung kamen und so weiter und so weiter. Ja. Und vor allen Dingen fanden sie schwere Zink-Isotopen, ja, die also eben auf eine solche massive, ja, Explosion hinweisen könnte. Ja, ja, also das ist mal die Information dazu. Haben sie auch ein interessantes Bild dort abge... ja, findet man da... Also ich komme jetzt so langsam ein bisschen drauf, hoppla, das war vielleicht doch alles ganz anders, ne? als wir das so früher gedacht haben. Ne? Gut, man kann sich immer irren. Und man kann auch immer wieder Neues finden. Oder ja, man kann auch immer wieder, man kann selber, obwohl man früher zum System gehörte, jeden Tag aufwachen und jeden Tag beitragen dazu, dass das System dem Extinction Level Event noch schneller nahe kommt. Denn dass es dem garaus entgegen rast, dürfte nicht jedem klar sein, der seine Umwelt bewusst wahrnimmt und sich nicht einlullen lässt von den Propagandamedien, die drauf und dran sind, uns Sand in die Augen zu streuen. Ja, oder? So sehe ich das. Gut, man kann ja auch nur über seine Sichtweise hier berichten. Denn ich bin nicht jemand, der hier einfach irgendwas vorliest, sondern ich kommentiere das und gebe meine Ansicht dazu, weil nur das, finde ich, ist wichtig. Ja, also ich denke mal, das ist etwas hier. Und oi, was ist SM-Studio auf dem Mond oder was? Was habt ihr denn da für eine Konversation? Hier in den Chaträumen. Also bitte das auch, bitte immer jugendfrei bleiben hier, gell? Oder? Mein lieber Freund, Detlef schreibt hier einer, irgendwann werden sie es ja wohl mal geschafft haben, zum Mond zu kommen. Ja, ja. Aber eben darüber erzählen sie uns dann nichts. Ne? Oder man weiß natürlich auch nicht, ob diese ganzen Informationen, die man ja auch im Web findet, das heißt auch bei YouTube zum Beispiel, da gibt es ja auch ganz viele solche Darstellungen eben von geheimen Mondlandungen, wo dann alles Mögliche gefilmt wurde, wo dann Astronauten in irgendeinem Gebäude sich aufhalten und dann Sachen eben filmen, die also auch wirklich echt aussehen, schwarz-weiß, ne, mit Super 8 und alles, und wo man sich also vorstellen könnte, dass sie echt sind, ne, die irgendwie rausgeschmuggelt wurden von irgendwelchen Leuten, die der Öffentlichkeit das nachher bringen wollten, dass sie also dort waren, Dinge erkannt haben, dass es dort entweder eine Zivilisation gibt oder gab, die dort das Sagen haben und dass sie deshalb entweder einen Deal gemacht haben oder rausgeschmissen wurden oder wie auch immer. Ne? Wissen wir alles nicht. Okay. Also es würde mich wundern, wenn sie nicht die natürliche Neugier behalten hätten und immer mal wieder auch andere Stellen auf dem Mond besucht hätten. Ne? Auf jeden Fall müssen sie ihn ja ziemlich intensiv beobachten, denn die ganzen Nationen wie zum Beispiel China, aber glaube ich auch Indien und andere, die uns das vielleicht noch nicht erzählt haben, betreiben ja Raumfahrt, die Russen eh, und die werden also vielleicht auch festgestellt haben, dass der Mond gar nicht grau ist, schwarz-weiß ist, sondern irgendwie auch noch andere Farben hat. Ne? Also ich habe jedenfalls schon viele solche Aufnahmen gesehen, wo es nicht grau war. Ne?
Das muss ich um eine absolute ja, Täuschung von mir handeln. Ne? Oder? Könnt ihr mal suchen. Ich habe übrigens sowas auch bei mir auf der Seite wakenews.net gepostet. Wenn man unter Themen geht, kann man da einiges finden. Ne? Das nur so am Rande. Denn ich habe mir die Webseite ja damals so aufgebaut, eben als Faktensammlung mit intensiven Informationen, die man eben sonst sich mühsam erst wieder zusammensuchen muss, die man dann auf einen Blick hätte oder hatte. Und die Sachen, die ich bis zum 21.05. sortiert hatte, sind ja alle noch da. Ja. Es sei denn, zum Beispiel die Urquellen, also die, wo es herkam, wurden gelöscht, verändert oder sonst was. Ne. Viele, das ist mir übrigens aufgefallen, YouTube löscht, was nur so geht. Reihenweise. Ne? Unglaublich, was die alles löschen. An tollen Informationen, ne? Die ich da immer mal gepostet hatte. Zum Beispiel, naja, komm, das führt jetzt zu weit. Ne? Ja, das, mein lieber Freund. Ja, was haben wir jetzt noch? Hier schreibt einer, beim Detlef seiner Seite kann man vieles finden, nur nicht das, was man sucht. Ja, gut, ich weiß ja nicht, was du suchst. Ich suchte ganz bestimmte Sachen und die kann man übrigens alle finden in der Liste Themen. Ja, musst du auf Themen gehen und dann durch diese ganzen verschiedenen Punkte mal durchgehen. Und das, da wirst du was finden, was dich interessiert. Und wenn dich da nichts interessiert, dann bist du auf der falschen Seite. Ganz einfach. Ja, so ist das, ne? Okay, also würde mal sagen, so will ich das beantworten. Gell? Ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich noch viel mehr. Und da werden wir auch ganz intensiv drüber sprechen. Denn ihr wisst ja, die Sachen nehmen wir auseinander. Ja, so logisch. Gell? Also ich fand das ganz interessant, dass jetzt so die Wissenschaftler auch mal langsam so anfangen. Ne? So mit, ach ja, Gott, haben wir uns vielleicht doch mal geirrt oder so. Ne? Das finde ich schon wahnsinnig, ne? Dass sie das wagen, ja, selbst zuzugeben. Dass das also Sachen waren, die sie vielleicht falsch gemacht oder falsch gesehen haben. Ne? Das finde ich auch gut, wenn man das zugibt. Obwohl, das geben sie nicht zu. Sagen einfach nur, es gibt eine neue Theorie. Ne? Ja, also das war dazu vielleicht ein ganz interessanter Punkt, der noch dazu passt. Jetzt haben wir noch etwas. Und zwar, was mit dem Thema zu tun hat. Nämlich dem Extinction Level Event ELE Death Systems. Das Ende des Systems ist eingeläutet. Ne? Die Auslöschung heißt Extinction Level Event, heißt Auslöschung. Ja? Und man sieht, dass sie nervös werden und Angst haben. Denn jetzt ging es jetzt gerade wieder durch die Presse. Heute habe ich es auch wieder in Matrix-Medien gelesen, wie schnell das so rumgeht. Ja? Da haben wir schon wieder, das erwähnte ich vorhin, einen muslimischen Terroristen gefunden, ja, Anfang 20, der wurde erwischt mit 1000 oder mit einer Tonne, eine Tonne explosiven Material und der wollte die Federal Reserve Bank in New York sprengen. Ja. Aber das ist, zeigt ja eine wieder Verzweiflung und Dilettantismus der Mächtigen, nämlich dieser angebliche Terroranschlag auf die Federal Reserve Bank, war natürlich wieder ein falsches Flaggenattentat. Ne? Ja, also erstmal wissen wir ja, dass die Federal Reserve Bank in New York längst kein Gold mehr in ihren Bunkern hat. Ne? Haben sich längst alles abtransportiert, hatten wir darüber berichtet, ich glaube, das war von Adabian. Nacht- und Nebelaktionen wurden ja Lastwagen gesichtet, die dort alles abtransportiert haben, was nur drin war. Und wenn er die Kommentierung ne, bei dem Artikel, der dazu veröffentlicht wurde, liest, dann schrieb da einer zum Beispiel, ach, da hätten sie aber uns einen ganz schönen großen Gefallen getan, wenn das schafft hätte, ne? Hätten wir eben das größte Übel unserer Nation los, nämlich die Federal Reserve Bank, die private. Ne? Oh Mann, die machen doch sowieso das Geld aus nichts. Da ist also, die kannst du nichts hochjagen, die paar Flatterscheinchen, die sie da vielleicht drin haben. Ja, die sind das Geld nicht wert, was draufgedruckt ist. Okay. Eben, das muss man erstmal kapieren. Das Einzige, was kaputt gegangen wäre, vielleicht ein bisschen, das ist ja ein massives Gebäude, da wäre, so ein paar Fenster wären rausgeflogen vielleicht. Ne? Okay, wissen wir nicht.
Aber das Interessante werden wir gleich nach der Pause zu gerade diesem Punkt vorbringen. Denn wir sind jetzt schon wieder in einer kleinen gedanklichen Pause. Diese Erholungszeit muss sein und wir werden alle hier was Tolles hören von Tron Trox, nämlich Kann alles besser werden. Das ist ein klasse Song. Und hier ist der Detlef von Wickedness Arnold mit Hochspannung. Bis gleich nach der Pause! Wickedness für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. We'll be right back.
Witness Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr europäische Zeit hereinhören. Mehr unter witness.net. Ja, und es ist Detlef wieder hier in der zweiten Stunde unserer heutigen spannenden Sendung vom 18. Oktober 2012. Übrigens, heute ist Shakeout-Party bei der FEMA. Ne? Über 11 Millionen Menschen werden sich im Takt bewegen zu den Rüttel- und Schüttelbewegungen der entweder stattfindenden oder simulierten Erdbeben. Schauen wir gerade mal, ob hier was los ist auf der Erdbebenkarte. Ne? Ob schon angefangen hat. Ne? Ah, ist noch relativ ruhig. Gut, die fangen erst ein bisschen später an wegen der Zeitverschiebung. Ne? Hier gab es eins, naja, so im Nordatlantik, 4,6. Ne? Aber schon eh ein bisschen früher. Ne? Also ist noch nicht so viel los. Aber es kann alles noch kommen. Wir wissen, das passiert plötzlich. Ja, und für alle, die jetzt das erste Mal oder überhaupt erst eingeschaltet haben, wir haben schon in der ersten Stunde einiges über das Thema berichtet, was heute Trumpf ist, Extinction Level Event, ELE, für die Dims, für die Elite, fürs System, ne, ist eingeläutet. Ne? Ja, und das eben aufgrund doch des massiven Aufwachens in den Bevölkerungen der Erde und natürlich dem Wehren, ja, nach dem Erkennen auch des Wehrens gegen diese Dinge. Und das ist möglich für jeden von uns. Und deswegen versuchen wir hier sehr viele mit aufzuwecken, damit wir diesem System, das uns leider ja, nun überhaupt nicht freundlich gesinnt ist, sondern eigentlich unsere Vernichtung wünscht, dass wir das nicht nur verhindern, sondern am besten abschaffen, oder? Ja. Okay, und in diesem Zusammenhang habe ich also auch einige Informationen schon gebracht zu all den Dingen, die so passieren um die Welt herum. Und eins davon hatte ich noch nicht ganz zu Ende weiter berichtet, weil wir in eine kurze gedankliche Erholungspause mit Tron Drox gingen. Ja, und zwar kann alles besser werden. Ne? Und da kann ich ihm nur recht geben, mit Sicherheit kann alles besser werden. Ja, muss auch. Ich denke, da hat er recht, oder? So, und da hat er jetzt also hier, habe ich einen Link dazu in meinem Artikel gebracht, zu dem Fall dieses vermutlich falsche Flaggenattentats in New York, wo ein Bangladesch-Mensch, also ein Mensch aus dem Staat Bangladesch, wir erinnern uns, Bangladesch ist ein, ja, in der Nähe von Indien und China liegender das Land, was recht ärmlich ist, was eigentlich immer durch Hungerkatastrophen in den Schlagzeilen steht, bestand. Früher gab es da sogar Benefizkonzerte, man erinnert sich an das Bekannte von George Harrison, ne? Der da so ein riesengroßes Konzert machte, da seinerzeit ist schon Geschichte. Ne? Nur, dass ihr eine Ahnung habt, wo Bangladesch ungefähr, was das ist. Also da hat ein junger Mensch aus Bangladesch soll, wurde er so von der FBI festgenommen, der soll also Übersee-Verbindungen zu Al-Qaida gehabt haben, als CIA, da ist es auch. Ne? Die planten also die Federal Reserve Bank Filiale in New York zu sprengen. Ne? Ja, und dieser Mohammed, Qazi Mohammed Rezwanul Ashan Nafis, so heißt er, ne? Der hatte ja explosiven Stoff, ja, irgendwie den durch FBI-Agenten ihm zugekommen war. Ach, das FBI hat ihn mit Sprengstoff versorgt, ne? Und dann wurde er aber eng bewacht vom FBI, als er dann diesen Sprengstoff-Anschlag eben ausführen wollte, gemäß Associated Press, ne? Gehört Rothschild. AP gehört Rothschild. Also, ja,
Wollte es nur so erwähnen, ne? Falls ihr es noch nicht wisst. Und der Staatsanwalt, ja, sagt also, der Nafis hätte also verschiedene Orte für seinen Angriff vorgeschlagen, darunter auch die New York Stock Exchange, also die Börse von New York, City, und so weiter. Also das könnt ihr alles da nachlesen. Das stinkt. Stinkt schon wieder nach falscher Flagge, ne? Weiß nicht, der war noch relativ jung. Dann hätte er wissen müssen, dass der Federal Reserve Bank das falsche Ziel ist. Weil da ist nichts. Da ist nichts mehr drin. Ne? Also haben wir gesagt, Gold ist schon vor anderthalb Jahren wegtransportiert worden. Ist ja gar nicht mehr da. Und das war das einzig Wertvolle, ne? Neben so ein paar Hewlett-Packard geleasten Druckern, ne? Die da noch vielleicht herumstehen. Aber die sind eh versichert. Also wäre nicht so schlimm gewesen. Ja, und die Kommentare könnt ihr euch vorstellen. Also jetzt schon allein 149 Kommentare. Da sagte eben einer, ja Mensch, der hätte uns auch nicht gefallen getan, dann wäre das Übelste losgeworden, was es in den USA gibt. Die Federal Reserve Bank. Private, sogenannte Nationalbank. Die, also der USA Geld leiht. Was aus dem Nichts geschaffen wird. Selbst eigentlich nicht wert ist. Aus der Luft. Ne? Aber immer abgesichert werden muss, eben durch den, der ist leid, durch den US-Staat, die US-Regierung. Die muss dann nicht nur Verzinsen zahlen dafür, sondern die muss das natürlich auch noch alles absichern, ne, ihre Schulden durch alles, was der Staat hat. So eigentlich wie überall. Was muss dann die Sparkassenbedingungen, die neuen mal durchlesen, ne? In der BRD oder sonst wo, müsste auch mal in anderen, ich weiß nicht, Sparkassen gibt es natürlich nicht überall, aber so ähnliche Banken. Ne? Da müssen wir mal nachfragen, was die für Bedingungen haben. Ne? Die liest man ja meist nicht durch, dieses kleingedruckte Zeug da. Was soll das? Sehr alles komisch. Ne? Was sollen wir damit? Ne? Sollte man mal ruhig durchlesen. Ist interessant, was da drin steht. Ne? Ja, und da kam natürlich die Vermutung hier gleich auf. FBI, ne? Hat dem dieses Zeug überhaupt untergeschmuggelt, untergejubelt und haben sie nur beobachtet und bevor es dann eingesetzt hat, haben sie ihn schnell festgenommen. Ne? Also so weit wollten sie ja doch nicht gehen, dass da noch ein Ziegel, ein Steinchen, eine Tür, ein Fenster bei der Federal Reserve Bank in New York kaputt geht. So ein älteres Gebäude, sieht doch nicht ganz schön aus, ne? Können wir sehen. Wollten sie wahrscheinlich so ein bisschen, ja, steht wahrscheinlich unter Denkmalschutz, also durften sie es nicht wirklich knallen lassen, da haben schon alles gemacht. Herrlich. Okay, also wisst ihr, was wir davon zu halten haben, oder, und da könnt ihr gerne reinsehen, diesen Link findet ihr, da gibt es sogar noch ein Video dazu und alles mögliche, also ist schon spannend, wie es da abgeht, gell? Oder? Ja, das ist so, also das ist unglaublich. Ja, aber wir haben natürlich noch viel mehr. Denn was auch ganz wichtig ist, dass die Elite, ja, wie es viele nennen, wie nennen sie die Dems, die dominant irrsinnige Minorität, das ist eine Handvoll Familien oder zwei Hände voll Familien, die die Welt hinter den Kulissen regieren, wovon die wenigsten wirklich bekannt sind. Nur so ein paar Namen tauchen immer wieder auf, Rothschild, Rockefeller, Warburg und solche, oder Queen Elizabeth oder solche Leute, Beatrix. Ja. Aber das sind alles nur Frontfiguren, dahinter stecken noch andere Interessen und das schon seit ewigen Zeiten, na ewig vielleicht übertrieben, aber seit langen Zeiten. Wir sprechen ja auch vom Babylon-System, was sich in Rom eingebürgert haben soll. Früher war es mal Zentrum des Christentums, jetzt inzwischen Zentrum der babylonischen Gedanken und Taten. Ja. Okay, aber auch das kann man als recherchieren. Gibt's ganz viele, die darüber berichten, sehr intensiv und wer es noch dahinter steckt und so, das führt alles viel zu weit. Das brauche ich auch alles nicht zu diskutieren. Wer sich da ein bisschen mehr reingraben will, kann das also leicht finden. Woanders. Ne? Kein Thema, kein Problem. So, aber was ganz wichtig ist, diese Leutchen haben naturbedingt Angst. Ja, wie ich es ja schon eingangs im Artikel erwähnte, das sind nur ein paar ganz wenige Männchen. Ja,
nicht nur männlich. Und aber die Bevölkerung besteht ja aus Milliarden, ne, Menschen. Und wenn denen jetzt irgendwas nicht gefallen würde, ne, wir kennen das aus der Serengeti. Ne? Wer kennt die Serengeti? Ne? Hand hoch. Genau. Das hat der Jimek so bekannt gemacht. Ne? Oder Gritzmek schreibt er sich, glaube ich. Jimek, wird er, glaube ich, ausgeschrieben. Der ist aber längst verstorben. Der hatte so eine Serie über die Serengeti geschrieben. Und da war es eben so, da gibt's ja auch, ne, Herden, riesige Herden von Antilopen und was weiß ich. Und dann gibt's Raubtiere, ne, so Löwen, Geparden, was auch immer, Leoparden, die da auch herum streunen und sich dann hin und wieder etwas zu fressen holen wollen und dann manchmal eben auch ein bisschen leichtsinnig sind. Ne? Allein sehr gefährlich, aber wenn sie dann doch, wir haben jetzt in so eine, aus Versehen, ne, in so eine Herde hineinstolpern, die ja dann in Flucht gerät und dann aus Versehen dann den Weg wählt, wo er dann sich befindet, ne, dann bleibt von diesem Löwen nicht mehr viel übrig. Ne. Das sind dann noch so ein paar Fellfetzen am Boden, die man findet, ansonsten nur so ganz flach, so wie das Löwenfell, was sich einige vor den Kamin legen. Ne. So sieht dann der Löwe danach aus, noch ein bisschen hässlicher, weil auch die ganzen Hufabdrücke dann auf dem Fell zu sehen sind, sodass vom Fell nicht mehr viel übrig ist. Das meine ich damit. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu kompliziert erklärt. Aber man kann sich das ja auch mal so ein bisschen ausmalen, wie das ist, ne? Oder? Ja, jedenfalls, also wie gesagt, es kann auch mal passieren, dass die Masse der Leute dann gefährlich wird, ne? Analog mit dieser Herde gemein, ne? Und dem gefährlichen Löwen, der dann also gar keine Chance mehr hat. So Hunderttausende von den Tieren über ihn drüber trampeln. Ne? Ich weiß nicht, ich habe da immer wieder Mühe mit dem richtigen Prozent, Promille, pro irgendwas zahlen, wenn man, und dann macht das doch nochmal einer, hier einer, der genügend, wie heißt es, von diesen, also wer einen guten Rechner hat, ne, der dann also mir erklären kann, wie viel das eigentlich ist, wenn man, hier, rechne mal einer aus, 5000 durch, machen wir es einfach, 8 Milliarden, ne, oder von jetzt 5 Milliarden, geht vielleicht einfacher, ne. Wer kann das ausrechnen? Hier, wir haben doch bestimmt ein paar Mathematiker hier dabei, oder? Ein paar Prozentrechner, ne? Die immer die Mehrwertsteuer, die Märchensteuer ausrechnen müssen. 5000 durch 8 Milliarden sind, rechne mal einer aus, ich habe da immer Mühe damit, weil irgendwie spinnt meine Rechner. Also irgendwie stimmt da nicht. Also jedenfalls ist das relativ wenig. Oder wenn, marginal. Ne? Es ist eine Rundungsdifferenz. Ne? Peanuts. Ist das, was Joey Ackermann immer sagt. Das ist Peanuts. Ja, okay. Ja gut, also das dachte ich, ist auch mal wichtig, dass man diese Relation nochmal im Kopf hat. Und diese Analogie mit der Serengeti. Ah ja, die Serie hieß, da die Serengeti darf nicht sterben oder sowas. Ja, müsst ihr mal gucken. Schon sehr, sehr lange her. Da hat irgendeiner was hier hingeschrieben. Jetzt mal nicht so schnell hier. 0, wie viele Nullen sind das dann? 2, 4, 6, 7. 0,7 mal die 0, 625%. Ja, also bei mir. Rechnen jetzt nochmal nach, das ist wirklich stimmt. Okay, wie auch immer. Jedenfalls ganz wenig. Ne? Und es gibt ein paar Leutchen, die das noch nicht so gecheckt haben, die gar nicht wissen, dass sie für diese 5000 Leutchen nur arbeiten, rund um die Uhr, für Hungerlöhne. Sich behandeln lassen wie Hund hinten? Nee, ja gut, ist ja egal, wie man das nennt. Jedenfalls, wisst ihr, was ich meine? Und darauf verweise ich immer ganz gerne, weil, wenn das den Leuten klar wäre, ja, wenn der Spuk relativ zu Ende, der Extinction-Level-Event würde sofort eintreten. Ja. Aber ganz friedlich. Brauchen wir gar nicht über das Löwenfell drüber. Das ist gar nicht nötig. Ja, muss einfach nur sagen, nee, mir nicht. Ey, hoppla, ich habe Ferien. Ne? Alle machen wir Ferien. Viele Leute sagen ja fälschlicherweise, Mensch, wir streiken. Ne? Sagen wir auch von United We Strike auch. Ne? So haben wir mal angefangen. Inzwischen sind wir bei United We Win. Also gemeinsam gewinnen wir. Ne?
jetzt könnten wir auch mal sagen, wir machen jetzt gemeinsam alle Ferien. Ne? Einfach Ferien machen. Unbezahlt von mir aus. Manche können es bezahlen, lassen sich auch noch. Andere machen unbezahlte Ferien. Ne? Einfach mal eine Woche lang. 8 Milliarden auf Ferien. Also nirgendwo hinfahren, okay, die Kohle haben wir nicht und ist logisch, muss ja auch nicht sein. Einfach mal zu Hause bleiben. Ne? Ein bisschen, ja, mal was lesen, ne? Oder so. Ne? Weil die Leute, die das Internet betreiben und so, die Strom fritzen und alles, die, ja, die wollen dann ja auch mal Ferien machen. Ne? Und dann müssen wir immer einfach mal wirklich Ferien machen. Ne? Nicht arbeiten macht Ferien, sozusagen. Ich schreibe eine Arbeit macht frei und man kann sie umbenennen. Nicht? Also nicht arbeiten macht Ferien. Ne? Oder? Wäre mal was Neues. Okay. Wer dann eine Idee darauf aufbauen will oder kann, sollte es tun. Wunderbar. Hier schreibt einer, ja, Detlef, gute Idee. Hier schreibt einer, ich war vor 50 Jahren das letzte Mal im Urlaub. Ja, wird's aber Zeit jetzt. Mensch. Oder? Aber bloß eben alles friedlich. Brauchen wir ja auch gar nicht. Alles andere ist doch nur anstrengend. Was soll man da? Sich mit irgendwelchen Leutchen kloppen, die da auf der Straße nur drauf warten. Ne? Haben sie ja ausbilden lassen, haben extra schöne, dicke, große Stöcke gekauft und was weiß ich und so weiter. Hier schaut einer, hallo Detlef, mit einem älteren Russen im Zug. Okay. Hatte bei einer längeren Zugfahrt einen älteren Russen im Abteil. Nach einiger Zeit kamen wir zu einem Gespräch über das Zeitgeschehen damals und heute, über den Kalten Krieg und so weiter. Und da sprach er über seine Militärzeit von 1962 bis 1964. Das Gespräch fing so an, ich war im Bautrupp nach Frühstück, alle waren in LKWs, nach Verlassen der Kaserne, mussten unsere Augen verbinden, es war ein Offizier dabei, nach circa einer Stunde fuhren wir in einen Bergeingang, es verging wieder eine Viertelstunde, dann durften wir die Augenbinde entfernen, wir standen in einer kompletten, ausgerüsteten Stadt, etwa 1 Kilometer unter der Erde. Es gab, und er sagte, es gibt da alles, nicht nur für uns kleine Leute. Er durfte 20 Jahre nicht darüber sprechen. Irre, ohne auf das Thema zu kommen, so viel zu den Dumps in den USA. Dumps steht für Deep Underground Military Bases oder tief unten liegende militärische Basen oder Bunker. Ja, ja Mann, da sieht man, wie lange diese Planungen schon im Gange sind. Danke, tolle Sendung, schreibt er hier, mein lieber Freund. Ja gut, über die Dumps haben wir schon häufig gesprochen, über diese sich vorbereitenden Eliten, die so irgendwas wissen. Und das ist natürlich auch ein bisschen die Vermutung, was hier dahinter steckt, hinter diesem ganzen Gedöns und Gedöse und was weiß ich, das Klirren mit den Metall-Kriegsgerassel, was es alles gibt. Und hier die tyrannischen Aktivitäten, die überall stattfinden, irreleiten und irreführen und übers Ohr hauen und falsche Informationen streuen und so, dass das alles nur den Zweck hat, um uns abzulenken vor dem, was möglicherweise auf uns zukommt. Ja, und das erwähne ich immer wieder, ohne jetzt darauf zu sehr eingehen zu wollen, weil wir das ja schon viel gemacht haben. Und im Wesentlichen die Parameter dafür immer noch die gleichen sind, dass es nämlich irgendetwas geben könnte, was hier demnächst unser Leben auf Erden ganz schön durcheinander bringen könnte. Ja. Gut, das wissen wir alles erst dann definitiv, wenn es soweit ist. Aber ich habe immer die Ansicht, dass es nicht schlecht ist, sich ein bisschen darauf vorzubereiten. Und die DIMMs, die tun das. Schon seit langer, langer Zeit. Und wir wissen auch, dass der Obama zum Beispiel, auch darüber haben wir schon viele Sendungen gemacht, ist auch viele Informationen bei mir. Wenn man das zum Beispiel, das Stichwort Obama eingibt, bei mir in den Blogs myawakeness.wordpress.com oder auch bei mir bei awakeness.net unter Themen sucht, ja, da brauchen wir auf Themen gehen und da muss man ein bisschen... Ja, runterscrollen und dann sich die Punkte raussuchen. Das ist keine so eine leichte Arbeit. Oder man geht einfach in eine Suchmaschine, ja, und gibt dann ein Wake News und Obama. Ja. Geht ganz einfach. Dann kommen ganz viele Ergebnisse dazu auch. Das ist nur am Rande, so ein kleiner Tipp nebenbei.
dass natürlich die Leutchen nicht nur sich unterirdisch schon eingerichtet haben, sondern natürlich auch oberirdisch arbeiten. Das heißt, auf dem Festland hier zusehen, dass genügend Leute sie schützen. Ja. Und sie wollen natürlich nicht, dass wir ihre Pläne durchkreuzen. Das ist das, das oberste Gebot, dass man uns dumm hält, ja, uns vergiftet, ne, verringert. Und wenn wir dann doch noch irgendwie da sind, dass sie genügend Hilfstruppen haben, die dafür sorgen, dass wir es nicht schaffen, ihnen ihre Plätze streitig zu machen, beziehungsweise sie zum ELE zu überreden. Ne? Zum Extinction Level Event für sich. Okay, jedenfalls hier zu finden etwas, was Obama, der übrigens von Goldman Sachs gesponsert wurde, und hinter Goldman Sachs steckt Rothschild, ne, die andere Bande, der gesagt hat, gleich zu Anfang, wir wollen eine Macht aufbauen, die größer ist, die stärker ist, wie das amerikanische Militär. Und alle haben zugejubelt, jawoll! Ne? Da gab es dir vor, wie wenn Hitler irgendwie den Nürnberger Reichstag eröffnet hätte oder so. Und so haben die Leute ihn dazugejubelt. Hier gibt es alle noch Aufnahmen, kann man hören. Ja. Wir sehen auch. Und das ist jetzt geschehen. Wir haben nämlich diese Ausbildung gemacht. Sie haben ja dieses Department of Homeland Security, das ist die DHS, die Heimatschutzbehörde, und FEMA steckt sogar noch da drüber. Ne? Ist ein Arm der FEMA geworden. Und da sind also die ersten, die erste Brigaden der Homeland Security Abschlussschüler hier eingeweiht worden. Ne? Das wird in den USA bereits so genannt, wie man es sich denken kann. Ne? Obamas Braunhemden Jugend. Ne? Also früher hieß das hier Hitlerjugend, ne, glaube ich. Oder Braunhemden, das auch, weiß ich, also genau weiß ich nicht. Aber ihr wisst das vielleicht noch besser als ich. Jedenfalls gab es einen Artikel hier. Da ist also jetzt die erste Bagage ausgebildet. Die sind da also schon rekrutiert worden. Da waren die noch minderjährig. Jetzt sind sie heiß gemacht worden. Und der schlimmste Feind, wir haben das früher schon berichtet, sind Veteranen. Ne? Also Leute, die beim US-Militär dann ausgeschieden sind. Aus welchen Gründen immer, das sind die Schlimmsten. Und da muss man mit rechnen, dass die zu Terroristen werden. Und diese Leutchen sollen die dann aufs Korn nehmen. Ne? Und haben dazu... Gut, die FEMA ist ja eigentlich die Federal Emergency Management Agency, also übersetzt ist die nationale Notstands- oder Notsituationsmanagement-Agentur, so wie Katastrophenschutzbehörde, würde man es vielleicht jetzt hier so nennen, ist aber inzwischen militärisch, ne? Die hat also die ganzen zivilen Organisationen einverleibt. Die werden aber jetzt, diese Jugend, die sind jetzt dann natürlich alle schon auch 18, ja, 18, 20, 24 sind die alt, die sind ausgerüstet worden, die Homeland Security, mit starken, gepanzerten Fahrzeugen, ja, mit vergittert überall, so was man so denken würde, was so Polizei hätte, ne, bei Aufstandsbekämpfung, ne, so sehen die aus. Übrigens bei dem Link, den ich da reingepostet habe, könnt ihr dann auch die Fotos und Abbildungen sehen. Die haben auch bewaffnete richtige Kampffahrzeuge, ja, wo also jedes Militär glücklich wäre, wenn sie das fahren dürfte. Ne? Und ja, dann gibt es natürlich immer die Verweise eben auf diese Indoktrination dieser jungen Leute. Wir wissen ja, junge Leute sind eher diesbezüglich da zu beeinflussen. Die bauen also eine riesengroße Armee auf außerhalb des Militärs, dem sie auch nicht mehr trauen können, ne? Weil die haben mal auf die Verfassung geschworen, und viele nehmen das anscheinend auch noch sogar ernst. Ne? Aber es gibt ein paar ganz gute Menschen innerhalb des US-Militärs, gar keine Frage, die also in jedem Fall dann zu den Menschen stehen würden, zu den Bürgern, zu ihrer Rechtssituation, die also sämtliche Tyrannei seitens der Regierung gegenüber den Bürgern verteidigen würden. Ne?
gegen ihre Befehle vielleicht sogar anders handeln würden, wenn sie sehen, dass diese Befehle rechtswidrig sind. Und davor haben sie ein bisschen Angst. Deswegen haben sie jetzt ganz neue Truppen aufgebaut. Eben wieder, wie das im Dritten Reich auch war. Da wurden die Jugend wurde gleich von Anfang an indoktriniert, militarisiert. Hitlerjugend, da gab es gar keine Wahl. Da hatte man nicht gesagt, ich will dahin, sondern das haben die auch wieder gemacht. Und es gab keine andere Wahl, du musstest dahin. Mehr oder weniger. Es gab nur wenige Ausnahmen. Ja, meistens hat es krankheitsbedingte Gründe, wo man dann nicht hin musste, weil das auch schweres körperliches Training war. Und das kann einem, können einem die Leute, die jetzt doch diese Zeit noch miterlebt haben, noch erzählen. Ich habe das also auch erzählt bekommen von meiner Familie, die das alles erlebt haben, wie das da abgegangen ist. Hatte keine Wahl. Musste es damit machen. Und das hier scheinbar auch so, weil das ist ja eins dieser Konzepte, das so ein bisschen in dieser Richtung zu machen. Viele sagen ja auch, die USA seien jetzt schon eine, ja, ein dem Faschismus gleiches Gebilde. Und wir wissen, Faschismus ist etwas, wo ja, Regierung und Wirtschaft eins wird, verschmelzt. Wir wissen ja, General Motors als einer der größten Autokonzerne der Welt ist ein Regierungsunternehmen geworden. Wir haben sie einfach einverleibt. Vorgenommen, ja, machen wir jetzt einfach. Okay, kennen wir auch von anderen Systemen. Da ist mit Freiheit, mit Demokratie, ja, mit Verfassung nicht mehr viel los, ne, in den USA. Das ist nur noch so. Ja, das ist aber, das kennen wir von allen anderen möglichen Staaten auch. Da gibt es zwar so vielleicht eine Verfassung, also BRD hat hier keine, aber auch da, ja, da fummelt die Regierung ständig dann drum, dass das entschärft wird oder anders ausgelegt oder ergänzt wird oder ja, damit sie sich eben dann oder machen es nicht. Ne? Und dann, was will man dagegen machen? Wie viele Versuche gab es in der BRD von Leuten, die diese Grundgesetzverletzung, ja, bei dem höchsten Gericht, das heißt zwar Bundesverfassungsgericht in der BRD, aber beschäftigt sich natürlich mit dem Grundgesetz, was da also ständig aufgedeckt wird, wogegen die Regierung verstößt. Auch jetzt ist sie illegal. Auch ihr werdet das gelesen haben, dieses neue Wahlrecht, ja, was dort jetzt von den Parteien entwickelt wird, die dürfen das gar nicht. Streng genommen sind das die Illegalen, die jetzt hier sich etwas Neues aufbauen, zusammenstückeln. Richtigerweise hätte das Bundesverfassungsgericht sagen müssen, als Forderung vielleicht sogar nach dem Urteil vom 25.07.2012, ihr müsst alles auflösen. Nur, welcher Verbrecher schafft sich selbst ab? Ja? Das habt ihr jetzt auch schon mal erlebt? Nee. Ja, und da gab es hier so einen Artikel, aufgeblähter Bundestag, den sie jetzt neu planen. Da wird jetzt 40 Millionen Euros teurer. Ne? Das heißt, scharfe Kritik vom Bund der Steuerzahler. Ne? Wir haben eh nichts zu melden, aber trotzdem, sagen Sie mal wieder was. Immerhin sagen Sie mal, die geplante Änderung des Wahlrechts könnte zu jährlichen Mehrkosten in Höhe von 40 Millionen Euro führen. Das Parlament werde so unnötig aufgebläht. Also, das wird noch schlimmer. Das ist ja klar, dass die sofort wieder eine Klage an den Hals kriegen von Leuten. Das heißt, auch das werden sie wieder aussitzen. Sie haben jetzt zwar was gebracht, ne? Und dann auch, ja, aber dann wird, ja, dann gibt's eine Verfassungsbeschwerde, dann wird die wieder behandelt und dann, ja, ist abzusehen, dass die, dass das auch wieder, nichts ist. Trotzdem machen sie die nächsten Wahl. Lassen sich wieder da rein wählen. Und da gibt es auch noch so blöde Leute, die dann die alle wählen. Also Leute, macht mal auf. Ja. Wäre vielleicht nicht schlecht, dann können wir die Extinction Level Event ein bisschen vorziehen. Ja, von dem System. Ja, von dem Betrugssystem. Also wären so meine Gedanken. Ich weiß ja nicht, wie jeder sieht. Das ist das, was mir so spontan dazu einfällt. Oh Leutchen, ey. Das wird immer verrückter in den Geschichte, ne? Oder? Naja, also das könnt ihr da nachlesen. Steht ja Matrix-Medien, Springer. Ne? Springer. Der stellt nicht die Frage, ob das überhaupt rechtmäßig ist. Er sagt, das wird einfach teurer. Ne? Und die Leutchen, die das eh jeden Tag hören, die
die Propagandamedien hören, sagen, ach ja, wird schon wieder teuer, ja, aber es sind ja nur 40 Millionen, komm, ey. Gucken wir mal lieber noch, was die Milliarden machen und Billionen und Trillionen und so. Die wissen, ja, wie gesagt, ne, wir haben ja schon Mühe auszurechnen, was 5.000 durch 8 Milliarden sind. Ne? 0,7 mal die 0, 6, 2, 5. Ja, was sagt die Zahl? Das können die Leute auch nichts mit anfangen. Das ist ja nicht mal, das ist ja ein Nanoprozent sind das. Ne? Nanoprozent. Und Nano, wissen die Leute auch nicht, was das ist. Das ist eine riesengroße Bildungslücke bei uns in der Bevölkerung. Ja, und kann ja nicht alles. Alles kannst du ja auch nicht machen. Ne? Ich habe auch schon Mühe, mir das vorzustellen, wie wenig das ist. Ne? Oh Mann, ey. Tja. Ja, Leutchen, also das ist wirklich ein Hammer, wenn man das mal so überlegt, was da so alles abgeht. Und dass die Leutchen sich das gefallen lassen. Ja. Ja, und hier, ach ja, gut. Ich meine, liest es hier durch die Matrix-Medien. Faule Kredite, Spanien. Faule Kredite. Das ist alles faul. Das ganze System madig und faul. Bricht und bröselt auseinander. Ja. Dann hier, Generalstreik lähmt kriselndes Griechenland. Ja, wie gesagt, wir sollten nicht streiken, wir sollten Ferien machen. Viel einfacher. Viel effizienter. Gar nicht mal auf die Straße gehen. Stell dir mal vor, du würdest das ankündigen. Wir machen alle auf der Erde Ferien. Also erstens würden sie es gar nicht ernst nehmen. Ne? Ich würde sagen, ach, das ist nur wieder so eine Ente. Ne? Und würden sagen, ach, die werden wahrscheinlich streiken. Ne? Und da sagst du vielleicht irgendeinen Tag oder so oder einen Zeitraum. Und in der Zeit sind massive Truppen aufgebaut dort mit Panzerfahrzeugen, Wasserwerfern, Tränengas versprühen und Frequenzstrahlen, Apparaten und Hubschraubern in der Luft. Und alle fliegen sie rum und marschieren rauf und rab und klopfen hier gegen jede Ecke, Straßenecke, gegen jedes Schild. Keiner ist da. Die suchen die Protestierenden, die Demonstrierenden. Ja, wo sind sie denn? Damit wir sie vermöbeln können. Damit wir reinschlagen können, damit sie uns vor uns im Dreck riechen und uns gehorchen, was wir wollen. Wir sind eure Herren, verdammt, wo sind unsere Sklaven? Ja, und du guckst rum, ist kein Mensch da. Ne? Autobusse sind leer, ne? Der Fahrer ist nicht zur Arbeit erschienen, fahren gar nicht, die Trams gehen nicht, weil kein Strom kommt, weil die von Strombetrieb gesagt haben, wir machen noch Ferien, ne? Okay, das mit den Chauffeuren habe ich schon gesagt. Ja? Was ist dann los? Hey, Leutchen! Dann rappelt's aber! Oder? Wie seht ihr das? Also ich finde das immer ganz, ganz cool. Und dann eben, die sind dann da draußen und sind ganz frustriert. Und gehen alle warten, müssen die haben wir einen Dienst schieben, ne? Bis abends, 8 Stunden. Und da wird nochmal verlängert, also die kommen vielleicht ja später! In der Nacht müssen sie nochmal Verstärkung holen, neue Schicht rein. Dann ist auch schon die Truppe da, die aus Oberitalien ist schon alarmiert worden. Die sitzen schon in ihren Transportflugzeugen, fertig zum Fallschirmabsprung, kreisen sie über den Zentren. Ja, das ist die die europäische Gendarmerie. Fuchs oder so. Ne? Naja, schauen wir mal. Ne? Das wäre jedenfalls klasse. Ja, und dann bricht alles zusammen. Keiner weiß mehr Bescheid. Alle machen sie nur noch, was sie wollen nachher. Und das geht doch nicht. Alle müssen doch alles kontrollieren. Ne? Oder? Wie seht ihr das? Also dann ist das Merkel, wo ich sage, der ist Frau Merkel irritiert. Ne? Weiß ja nicht, was Sache ist, was abgeht. Ne? Denn die will ja doch alle nationalen Kompetenzen an die EU abgeben, weil da hat sie ja schon Posten sicher. Ne? Je nachdem. Ne? Ob das dann noch stimmt mit dem Rothschild da im Vorstand, ne, bei der Stiftung für die Neue Weltordnung oder was anderes. Ne? Irgend so ein Posten. Und deshalb, ne,
dann ist das blöd, wenn der das in der Nation lässt, die Macht und die Kompetenzen. Du willst da ja Zugriff haben direkt und soll nicht noch irgendeinen Hansel fragen, oder? Ja. Außerdem hat der Rothschild gesagt, dass so gemacht werden soll. Ja. Und wir gehorchen. Wir sind Deutsch, wir Deutsch, wir gehorchen. Ja. Okay. Hier kommen eine Bemerkung und Frage herein. Dumps unter Regierungsgebäuden. Detlef, könnte es sein, dass unterirdische Basen unter jedes wichtige Gebäude, zum Beispiel Weißes Haus, Pentagon, Kanzlergebäude, Vatikan und so weiter, praktisch in jedem Land installiert wurden? Das wäre doch ziemlich schlüssig, oder was meinst du? Ja, aber das ist nichts Neues. Das wissen wir, dass das so ist. Die sind ja alle miteinander unterirdisch verbunden. Ja, über Kontinente, ne? Sogar unterhalb des Meeresbodens. Wir fragen uns ja manchmal, warum es da kleine Erdbeben gibt, ne? Weil sie da gerade mit ihrer Tunnelbohrmaschine durchrasen, um noch einen zweiten Escape-Tunnel zu machen, ne? Fluchttunnel. Ja. Könnte sein. Muss nicht sein. Ja, dass da so einiges passiert, wissen wir nicht. Alles denkbar. Nee, wir wissen das von Dick Cheney, der hat da extra zu seinem Haus auch so einen Eingang bauen lassen. Der war ja mal Vizepräsident, das ist ja einer dieser gesuchten Kriegsverbrecher auch, der so Millionen von Irakern mit auf dem Gewissen hat. Der auch den 11. September 2001 maßgeblich mit gesteuert haben soll, direkt aus dem Pentagon. Wenn man gesagt hat, was? Als ein Offizier zu ihm kam, wir haben da was gesehen, sollten wir da nicht mal unsere Flugzeuge mal hochschicken? Das wird nicht gemacht. Bleib mal am Boden. Solange wie ich sage. Ja, sowas ungefähr hat er gesagt. Inhaltlich. Ja, ja, mit sowas muss man rechnen. Ne? So geht das zu, ne, bei uns hier. Ja, und da fand ich noch was Interessantes. Bei einem Artikel bei MM News, ja, zwar ging es darum, um das Thema, was wir heute kennen, Bundesbank, Bargeld, Verbot. Ja. Der Artikel ist gar nicht mal so unbedingt so. Aber ich habe ihn auch gepostet. Ja, glaube ich. Sonst bringe ich noch rein. Aber der einen Kommentar fand ich interessant. Das ist ja, dass sie da nur jetzt irgendwelche Argumente suchen, warum jetzt hier das Bargeld abgeschafft werden soll. Ja. Das ist ja. Und da hat hier einer was gepostet, nämlich zu Österreich. Und zwar geht es darum, das kam im ORF der Steiermark. Ja, Steiermark ist ein Bundesland in Österreich und der ORF ist das österreichische Rundfunk und Fernsehen. Ja. Da stand, und da geht es um den, das habt ihr bestimmt mitgekriegt, den Euro-Kritiker, nämlich unseren Stronach. Stronach heißt er. Und da schreibt jemand hier, warum investiert ein Milliardär mit 80 Jahren? Ne? Der Frank Stronach ist ein Milliardär, ne? In der Autobranche tätig, groß geworden, ne? Vom Tellerwäscher zum Millionär, ne? Üblich, oder Milliardär, ne? Übliche Karriere. Ne? Ganz aus eigener Kraft natürlich. Ja, so mit 80 Jahren Schlossbesitzer, mehrfacher Schlossbesitzer und so. Ne? Ja. Dem gehört die Firma Magna Steyr. Ja, übrigens. Kennt ihr vielleicht. Erstens, warum investiert er so viel Zeit und so viel Geld? Um im kleinen österreichischen Parlament zu sitzen und was mitbestimmen zu können. Worin bestehen denn diese Investitionen? Ich denke, er ist drauf und dran, die Geldschöpfung des neuen Schilling. Ja, alle wollen sie ja zurück, ja, zu irgendeiner Währung, wie sie vorher schon mal hieß. Ja, ist dann zwar anders, aber ja. Weil die Bevölkerung sagt, der Euro ist gescheitert, wir wollen wieder allen unseren alten Schilling wieder haben oder unsere alte D-Mark wieder haben. Haben keine Ahnung, was das bedeutet, welche Versklavung dann da wieder dahinter steckt. Aber gut, ne? So, die neue, also der neue Schilling soll da also privatisiert werden. Ne? Und der Kommentator sagt hier, dass eben der Stronach einer total Privatisierung der neuen Nach-Euro-Währung mitarbeitet, ne, wie alle anderen Regierungen auch. Sobald sie den Euro zerschossen haben und ihnen alle Nationen einzeln und hilflos in die Plünderhände fallen, werden sie alle Nationen
den Geldhahn abdrehen, einen Umsatzeinbruch bzw. Geldmengenkrise der Sonderklasse hervorrufen und sich die realen Pfänder und Werte, die die Staaten noch haben, von den in Panik geratenen Politikern einfach mal so rüberreichen lassen. Und das Letzte, was von enormen, geradezu unschätzbarem Wert ist und was die Staaten und die Nationen noch haben, ist das Recht, das Geld Luft zu schöpfen, was derzeit vertraglich an die EZB-Zentrale übertragen ist, aber formal noch im Volksbesitz ist und daher jederzeit ans Volk zurückgeholt werden kann. Ja? Und das schreibt er, das ist meines Erachtens der große Plan. Sie machen im Prinzip jetzt exakt dasselbe, was vor ca. 100 Jahren in den USA gemacht wurde. Sie haben zuerst die Aufschuldung von allem und jedem gemacht, dann künstliche Wirtschaftskrise und dann sagen sie, ihr habt nichts mehr, wir haben das Gold und wir retten euch mit Privatgeld. Der Multimilliardär Stronach tut meines Erachtens so, als ob er ein Herz für Soziales und das arme Volk hätte und es vom bösen Euro befreien will und täuscht damit die naiven Nationalen und die dummen Leute glauben auch noch, dass da kein Plan dahinter steht, sondern dass ein Multimillionär mit 80 Jahren das etwa zum Spaß macht und zum Spaß so viel Bestechungshonorar zahlt. Diese Matrix, schreibt er hier weiter, ist sehr böse. Ja, also da habe ich ihm dazu geschrieben, das sehe ich auch so. Ne? Das hat er gut geschrieben. Klasse. Hat er sich einen Applaus verdient, den spielen wir aber erst nächstes Mal ein, am Dienstag der nächsten Woche. Sonst wollen wir hier nicht durch mit unseren Sachen. Okay, also das nur so am Rande. Ich denke, das ist ein guter Gedanke. Auch Österreicher hören ja hier bei uns zu. Weiß nicht, was die für Ansichten haben diesbezüglich. Können Sie gerne auch Ihre Mitteilung hier gerne reingeben unter radio@wakenews.net. Ja. Ja, also es geht also munter her, keine Frage. Und wir waren vorhin bei dem Aufbau des Heeres gegen die potenziellen Widerständler in den USA gewesen. Das heißt, eine ganze junge Generation wird mobilisiert gegen die älteren, erfahrenen Kriegsteilnehmer des Militärs, die dann in zivilen möglicherweise als Gefahr für die Regierung dastehen, weil sie längst erkannt haben, was da los ist und eigentlich zu ihrer Verfassung stehen. Und hier gibt es auch noch eine weitere Information, die wichtig ist, die ich mit euch teilen wollte, gefunden unter beforeitisnews.com. Ja? Und den Link habe ich auch bei mir gepostet, ist doch klar. Nämlich unter dem Stichwort, such's mir gleich raus, USA, 14 Gouverneure von US-Staaten planen militärischen Widerstand gegen die US-Corporate-Regierungsgewalt von Obama mittels eigener Staatsmilitia. Wer sich ein bisschen mit den mit der Geschichte der US-Amerikaner auskennt, weiß, dass die ja eine Revolution gemacht haben gegen die englischen Herrschaften, gegen die Herrschaft des englischen Königs und dann vermeintlich frei waren. Und das hatten sie nur geschafft, indem sie eben alle Mann aufstanden, sich bewaffneten und sich dann in sogenannte Militias einbrachten. Das waren also nicht nur Militärs, sondern es waren auch ganz normale Menschen, Farmer, was weiß ich, irgendwelche Handwerker, alles mögliche. Also alle, zumeist natürlich Männer, die also Waffen tragen konnten, organisierten sich in Militias, geschrieben, die also ganz legal auch in der Verfassung erwähnt sind, als etwas, was zur Verfassung gehört, dass man eben immer auch als Privatmensch unter Waffen zu stehen hat, um sich gegen jeden Eindringling, gegen jeden Feind der Verfassung durchsetzen zu müssen. Das heißt Feind von außen, aber auch Feind von innen. Ja, und vermehrt, und das wissen wir, wird den Leuten ja auch in den Staaten, in den Vereinigten Staaten klar, dass die Regierung nicht das Beste für die Leute will, sondern eigenen Gesetzen gehorcht und diesen von den Hintergrundleuten, von der Schattenregierung, die ich die Dems nenne,
gesteuert sind. Ja? Ja, und da steht also folgender Artikel: 14 US-Gouverneure bereiten also eine staatliche, also jeweils des einzelnen Staates, eine Militia-Verteidigungsgruppe auf oder vor, um bereit zu stehen, wenn Obamas Truppen, ja, die sogenannten nationalen Truppen, dann eventuell etwas gegen sie unternehmen wollen. Die bereiten sich also da schon wirklich intensiv, scheint's, vor. Und dazu gehören jetzt hier verschiedene Staaten, die auch namentlich genannt werden. Ja, zum Beispiel hat der Obama Angst davor, dass eine Revolution gegen ihn gestartet wird und gegen jeden anderen, ja, der dieselbe Politik verfolgt. Und das umfasst also die Staaten Georgia, Alabama, Kansas, Minnesota, Tennessee, Virginia, Louisiana, South Carolina, die überwiegend die Südstaaten. Ne? Und ja, und hier auch die Gouverneure der großen Staaten von Alabama, Georgia, Louisiana, South Carolina, Tennessee, Texas und Virginia haben unter ihrem Kommando außerdem noch die Staatsverteidigungskräfte zusätzlich, um gegen die US-National- oder Federal-Truppen vorgehen zu können, sollte es notwendig sein. Ja, und es gibt eben in den USA keine Gesetze, die es verbieten, dass diese National Guard, wie das ja auch heißt, diese National Guard-Truppen eben auch die Staatsverteidigungskräfte denen beitreten können. Ja. Ja, und das hatte eben in diesem Bürgerkrieg der Amerikaner auch dazu geführt, dass viele sogenannte Bürgersoldaten dann auch immer wählen mussten, wem sie eigentlich jetzt dienen, eben ihren Staaten oder dem der nationalen Regierung. Es gab einen Wissenskonflikt dort auch schon. Aber ich denke, hier wird klar, da gibt es auch eine Abbildung, eben, wo die Staaten sich befinden. Den Link ist ganz eindrucksvoll. Da kann man also sehen, was da los ist. Ne? Also es ist nicht nur so, dass wir da hier ganz alleine sind mit dem, wie soll ich sagen, mit der Erkenntnis, dass da irgendwas falsch läuft. Auch Leute, die jetzt in etablierten Positionen stecken, auch in Funktionen stecken, die man eigentlich als System bezeichnen kann, wissen, dass wenn es so weitergeht, dass das auch das Ende eben ihrer Freiheit bedeuten könnte. Und eben nicht jeder wird dann aufgenommen, das Team, ne, dieses Systems, und das wird dann vielen klar. Ne? Das wird auch noch im letzten Moment eine ganze Menge Leute geben, wenn es dann also so offensichtlich ist, so klar sein wird, dass man der Tyrannei entgegensteht, dass sie dann nachher sagen, nee, also sorry, also da ist mir doch meine Freiheit, meine Familie, mein Leben lieber, als eben einer Bande von Leuten zu dienen, die eigentlich nur ihre eigenen Interessen im Kopf haben, und das sind nicht die Interessen, die mich und meine Familie mit berücksichtigen. Und das muss man natürlich auch immer wissen, egal in welcher Region du dich befindest, in welchem Staat du dich befindest auf der Erde. Diese Frage wird irgendwann auf uns zukommen, in einem Rahmen eben dieser Ereignisse, die jetzt kommen, und alles wird schneller, alles wird klarer, alles ändert sich, wir spüren das ja. Das haben wir schon letzte Sendung darüber gesprochen. Man merkt eigentlich, dass die Dinge sich zuspitzen. Ja, das kann mit 2012 zusammenhängen. Das, aber irgendwie spürt man das. Und viele Kommentare, die ich also auch in den Videos und so weiter verfolge, von Leuten, die ich ja gar nicht kenne und die auch teilweise in ganz anderen Kontinenten sitzen, egal wo es ist oder in anderen Ländern, die zielen eigentlich auf dieselbe Diskussion hinaus, ne, ihre Betrachtungsweise, was sie empfinden, was passiert, aus der Situation heraus, die sie erkennen, aus ihrer Lage heraus. Und das ist kongruent. Ne. Muss ich sagen, überwiegend kongruent, dass man einfach sieht, diese neue Weltordnung will es jetzt wissen, ob sie durchkommt oder nicht, setzt alles dran, aber sie macht eklatante Fehler, und eben durch das gleichzeitige Aufwachen so vieler Menschen weltweit gehen sie eine große
großes Risiko ein, was sie wahrscheinlich eingehen müssen, weil wenn sie es jetzt nicht machen, dann wird es nie was oder so, dass eben das nicht durchkommt, weil viele Leute sich dagegen wehren und auch in der Lage sind, sich dagegen zu wehren. Wir haben ja das Rechenbeispiel vorhin vorgebracht. Das habe ich mir jetzt übrigens gemerkt. 0,725 oder so war das, ne? Sind das nur, die meinen, sie wären der Boss. Ne? Und wir wissen ja, wir haben ja Fähigkeiten als Menschen, als Wesen, als Geschöpfe der Schöpfung. An dieser Schöpfung teilzuhaben, wir können die Sachen mitbestimmen. Jeder Gedanke zählt, jedes Tun zählt und das muss nichts mit Gewalt zu tun haben. Ja, nochmal ganz wichtig, Gewalt ist wirklich nur zu rechtfertigen in einer Verteidigungssituation, in einer Selbstverteidigungssituation. Und wie ich auch vorhin nochmal ein Video gesehen habe, um das noch zu erläutern, die meisten Angriffe, die in den letzten, was weiß ich, 10, 20 Jahren geschehen sind, gingen nicht von Terroristen aus, wie uns das immer so weiß gemacht wird, wie schlimm das sei, wie gefährlich die sind, sondern überwiegend von westlichen Regierungen. Und dann denkt man, der Einführung der Demokratie irgendwo, ne? Oder Absetzung eines Diktators, ne? Oder damit die Frauen irgendwo keinen Schleier mehr tragen müssen, ne? Es hat kein einziges muslimisches Land gegeben in den letzten 10, 20 Jahren. Ja, das letzte Mal waren die Türken, die mal irgendwo aufgetaucht sind. Aber es hat kein muslimisches, islamisches Land gegeben, das irgendeinen Angriffskrieg geführt hätte auf irgendein westliches Land. Oder? Und die Terroranschläge, die vielleicht durch Muslime oder Menschen muslimischen Glaubens durchgeführt sein sollen, so schrecklich sie sind, ja, auf welcher Motivation auch immer basierend, sind aber verschwindend klein und gering gegenüber den vielen Millionen Toten, die Angriffskriege der westlichen Nationen verursacht haben. Ja. Ich denke, darüber sollte man auch mal nachdenken. Das kann man recherchieren, ne? Das liest aber auch nirgendwo, oder? Tja. Also Leute, denke mal, das sind so Gedanken, die wir haben sollten. Und für mich ist es klar, es gibt diesen Extinction Level Event des Systems. Der wird jetzt stattfinden. Ob er nun gerade morgen kommt oder erst in einigen Wochen, in einigen Monaten oder in einigen Jahren sei dahingestellt. Das wissen wir nicht. Es ist nicht allein nur von uns abhängig. Aus dem Grund würde ich sagen, können wir aber trotzdem daran teilhaben und sollten es auch, diesem System, das für uns keine Zukunft bietet und eigentlich nur den Garaus bereitet, ne, vor allem unseren nachfolgenden Generationen, dem also doch friedlich und klar und eindeutig das Ende zu bescheren. Ne? Und das geht nur, indem wir einfach uns ja wehren gegen das, was da versucht wird, uns anzutun. Das muss nicht sein. Und das noch von den Leuten, die wir sogar noch gewählt haben. Das ist so unglaublich. Ich denke, da gebt ihr mir recht. Das hat keinen Wert. Das müssen wir beenden. Gut, Leutchen. Ich denke mal, das sind die Punkte, die ich jetzt mit euch über dieses Thema diskutieren wollte. Wir werden also nächste Woche wieder Dienstag und Donnerstag eine Live-Sendung haben, immer von 16 bis 18 Uhr. Ich werde die Sendung gleich wiederholen, sodass also alle die Leute, die das noch nicht so mitgekriegt haben oder jetzt eingeschaltet haben oder einschalten werden, hören können oder irgendwas verpasst haben oder es nochmal hören wollen, seid ihr herzlich willkommen bei mir zuzuhören auf der Seite wakenews.net, wakenews Radio. Sind beide Player dann gleich darauf eingestellt. Ja, ich spiele dann zwischendrin ein bisschen Musik. Und jetzt zum Ende unserer Sendung auch nochmal eine Premiere hier im Internetradio, nämlich von der Gruppe, der Schweizer Gruppe Linksvortritt. So nicht! Ja, guter Titel. Könnte auch von mir stammen. Ne? Okay, und dann hören wir das. Und dann zwischendrin im Umspulen der Sendung hören wir dann Alvin Iabe
Fire. Ne? Feuer. Ne? Was auch dazu. Wir feuern aus allen Rohren. Danke euch fürs Zuhören. Seid ihr von Weakness Radio. Ihr seid bitte dabei, auch nächste Woche am Dienstag und am Donnerstag ab 16 Uhr live. Bis dann. Weakness Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter weakness.net. Ich hab die Schnauze voll. Ich schau nicht lange zu, krieg nicht so.